Hallo, ich begrüße Sie wieder zu unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute, Demokratie pur Talkshow, freie Argumenteplattform. Es geht unter anderem um die Themen die Basis, Wir 2020, Fragpartei, freie Argumentekulturpartei, Parteimitglieder und Wählerinnen befragen Experten, Reformer zu besserem Wahlprogramm mit Potenzial von 56%. Es geht also auch ein schöner Gruß an die Herren und Damen Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter und Rosen. So von wegen, die Parteien generell noch zu verbessern, damit auch die Wahlchancen viel, viel größer werden mögen. Ja. Und ganz kurze Information von Anfang. Wir haben in den letzten Talkshows vielleicht jetzt für den Herrn Wagner leider nicht gut zu sehen, aber wir haben ja letztendlich hier beim Weltrat, wir haben ja die Zentralerkenntnis ist ja die, dass der Mainstream der Gesellschaft immer nur den kooperativen Anteil sieht. Ich hoffe, Frau Mesli, wenn Sie Ihr Mikro mal kurz einschalten, können Sie die Präsentation und die Maus gut sehen? Ja, alles okay. Ja, super. Das heißt also, dass der Mainstream einfach nur den kooperativen Anteil sieht. Das heißt, da also die Großkonzerne rund um sich sehr viel Geldgeschenke verteilen in Richtung Politik und Medien über die Werbespots und so weiter, hat sich eine Evolution gebildet, sodass die Leute, die sich im Mainstream befinden, sei es in der Politik als auch in den Medien, dass die wirklich der Meinung sind, dass es sich bei unseren Konzernen um Engel handelt, also die Impfindustrie und die Test- und Pharmaindustrie und so weiter. Das sind alles Engel, alles, was die sagen, sind Wahrheiten. Und jetzt kommen wir als Naturwissenschaftler und sagen, nein, auch die ganzen kritischen Leute haben recht. Es gibt einen riesigen antikooperativen Anteil in der Gesellschaft und er wird teilweise durch kriminelle Lügen erzeugt, aber großteils durch vorteilbringende Irrtümer, wo sozusagen die Vertreter der verschiedenen Sparten selber das glauben, was sie sagen. Und wir haben einfach die fatale Situation, dass wir lauter Sparten haben. Zuletzt ging es um die Pädagogiksparte, die Sozialsparten, die NGO-Sparten, die Pharmasparten, die Rüstungsindustriesparten. Überall rund um den Kuchen oder am Rande des Kuchens befinden sich die Sparten und möchten so viel wie möglich an Ressourcen herausschlagen, sozusagen, ja. Also es geht letztendlich immer darum, aus dem Kuchen möglichst viel herauszubeißen. Das heißt, aus Ihnen, den Wählerinnen, möglichst viel, im Prinzip Ihnen so viel Schaden wie möglich zuzufügen und dann als Sparte möglichst stark zu profitieren. Ja, so viel vielleicht die Einführung dazu. Und ja, das muss erstmal für die Einführung vielleicht erstmal genügen. Und jetzt mache ich mal die Präsentation weg, damit Sie, liebe Zuschauer, alles mal sehen können hier. Jetzt müsste ich hier die Präsentation beenden und jetzt müssten sich alle drei Anwesenden jetzt schön im Bild sehen. Und Herr Wagner ist über die Telefonkonferenz zugeschaltet. Allerdings immer, wenn sich der Herr Wagner meldet, einen Moment warten. Ich muss dann immer das Mikro auf den Lautsprecher tun, damit man ihn gut versteht. Ja, Frau Mesli, erste Frage. Sollen wir mal einfach loslegen? Ja, gerne. Also, wie ist das Konzept des Weltrates zur sogenannten Wohnungsreform, bitte? Da weiß ich noch gar nichts drüber. Ja, dann mache ich unsere 3 Minuten, mal gucken und vielleicht hat der Wagner dann auch noch mal eigene Stellungnahmen dazu. Also, ich fange mit den ersten 3 Minuten an. Man hört mich gut, ja? Bitte nicken. Ja.
Also, die Wohnungsamtreform ist bei uns ganz groß, weil wir wollen ja null Obdachlosigkeit realisieren. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie wir null Arbeitslosigkeit realisieren wollen. Und null Obdachlosigkeit ist auch unser ganz klares Ziel. Das heißt, bei uns gibt es dann nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern wirklich ein Recht auf Wohnung gekoppelt mit einer Pflicht zur Wohnung. Das heißt, jeder Mensch, auch die Obdachlosen, kriegen das Angebot, sozusagen kostenlos eine Wohnung gestellt zu bekommen, vielleicht am Anfang auch in Hotelzimmern und so weiter. Und das Wohnungsamt bekommt völlig neue Anreize. Das Wohnungsamt, die Wohlfühlstimmen der Hausbewohner. Stellen Sie sich vor, so ein Obdachloser kommt in so eine neue Hausgemeinschaft rein, sozusagen, per Wohnungsamt. Weil das Wohnungsamt in alle Mietverträge einsteigt als Hauptmieter, die sowieso im Moment schon über den Staat laufen. Zum Beispiel alle, die Wohnung bezahlt bekommen über Hartz IV, da steigt das Wohnungsamt ein und wird zum Hauptmieter. Das heißt, es erledigt alle Sachen mit den Vermietern. Dadurch haben die Vermieter weniger Arbeit. Dadurch können die Miete etwas gesenkt werden, weil die Vermieter deutlich weniger Aufwand in der Betreuung der Wohnungen haben. Und die Hauptmieter, das Wohnungsamt, da gibt es dann verschiedene in Wettbewerb zueinander stehende Teile, ja? Verschiedene in Wettbewerb zueinander stehende Teile des Wohnungsamtes, ja? Und jeder Wohnungsamtmitarbeiter kriegt am meisten Verdienstzuschüsse, wenn Harmonie herrscht in den Hausgemeinschaften, wenn sich alle wohlfühlen, wenn die Gesundheitsdaten und Wohlfühldaten und Langlebigkeitsdaten aller Hausbewohner besser werden, kriegt er auch die größeren Verdienstzuschüsse. Und dadurch haben die Wohnungsamtmitarbeiter auch ein großes Interesse an der psychologischen Betreuung der Obdachlosen, der früheren Obdachlosen. Und natürlich hat auch jemand das Freiheitsrecht, dass er gar nicht in eine Wohnung gehen muss, aber dann darf er aber auch nicht mehr in den Städten einfach so angetroffen werden, herumlungernd sozusagen oder in der Stadt schlafend, denn er hat ja das Recht auf Wohnung. Und das heißt also, dass er innerhalb von Stunden eine Wohnung kriegt. Und die Wohnungseinrichtung, wenn da was kaputt geht oder geklaut wird oder verschwindet, dann bezahlen immer die Mieter Anteile davon. Also so dass die dann auch pfleglich mit dem Mobiliar umgehen. Ja? Ja, das war jetzt meine erste Runde zum Thema Wohnungsamtreform. Also da brauche ich sicherlich noch mal ein, zwei Runden, um das zu vertiefen. Herr Ba Also Sie, Entschuldigung, jetzt hätte ich noch eine Nachfrage. Sie sagten gerade, die Mieter müssen anteilig selbst begleichen. Wer zahlt dann den Rest des Schadens? Ja, das Wohnungsamt stellt ja quasi die Wohnungseinrichtung. Sie müssen sich ja vorstellen, so ein Obdachloser zum Beispiel hat ja kein Mobiliar. Ja? Das stellt ja das Wohnungsamt alles völlig kostenlos. Nur wenn da was kaputt geht oder der Obdachlose das verkauft oder so, dann geht das von seinen Geldern ab. Denn er bekommt ja auch automatisch dann nicht nur die Wohnung, sondern und nicht nur die Rechtsschutzversicherung, die wir neu haben, nicht nur die nicht nur, wie sagt man, die Pflegeversicherung, die Krankenversicherung und nicht nur die Miete bezahlt sozusagen, weil ja das Wohnungsamt ist ja sowieso Hauptmieter sozusagen. Oder wenn es sich um Hotelräumlichkeiten handelt, ist ja auch da das Wohnungsamt der Hauptmieter. Und ja, also quasi die Wohnungsämter einer Stadt, die miteinander in Wettbewerb zueinander stehen, die sind quasi, die kümmern sich einfach darum, dass jeder unterkommt. Und zwar immer. Ja? Und das ist wahrscheinlich so ein 24-Stunden-Service, wird dann da auch wohl wahrscheinlich sein. Ne? Oder zumindest ein, sagen wir mal, 14-Stunden-Service pro Tag oder so wird dann sein. Und ja, und die Frage war ja, den Rest übernimmt immer das Wohnungsamt, ja?
Man könnte natürlich auch sagen, dass bei Schäden in den Einrichtungen, die zu 100% vom Mieter getragen werden müssten, da muss man noch mal, das müsste man drüber diskutieren, ne? Aber es ist immer gut, wenn beide ein Interesse haben. Wenn sowohl das Wohnungsamt ein Interesse an der Langlebigkeit der Gegenstände hat, als auch der Mieter ein Interesse an der Langlebigkeit der Gegenstände hat, weil dann auch das Wohnungsamt schon bei der Auswahl der Gegenstände sorgfältiger vorgeht, ne? Insofern ist das eine ganz gute Koppelung. Herr Wagner, haben Sie zu diesem Bereich schon mal etwas, einen 3-Minuten-Beitrag zu sagen? Ja, also Wohnungsamtreform. Los geht's. Ja, danke schön, danke schön. Also ich kann da zum Teil ja aus der Sicht der verschiedenen Welten was dazu sagen, weil ich ja jahrelang als freiwillig Obdachloser auf der Straße rumgezogen bin und weil ich auch Obdachlosen dann viele Jahre lang Obdach geboten habe in einem unserer Projekte, dem Haus der Gastfreundschaft. Und ich kann sagen, also das große Problem ist wirklich, sind die ungenutzten Möglichkeiten. Also es wäre leicht möglich, so wie der ganze Sozialbereich, also bei weitem ja nicht die Kosten verursacht oder die Kosten dafür aufgewendet werden, wie sie an anderen Stellen in der Gesellschaft verjuxt werden. Also man könnte genug Geld zur Verfügung haben, schon jetzt sogar, um da in einer Weise Abhilfe zu schaffen, die erheblich sozialer ist als im Moment, indem man sich um die Menschen kümmern würde, indem man schauen würde, was ist Sache zum Beispiel des Ordnungsamtes, was ist Sache der Polizei, was ist Sache der sozialpsychiatrischen Dienste. Also da wird oft Verantwortung hin und her geschoben und sich um die Leute nicht wirklich gekümmert. Genauso wie es keine Gemeinschaften gibt. Also wir haben oft gehört von Leuten, die dann ins Krankenhaus kamen, auch mit psychischen Beeinträchtigungen. Wo gibt es für Nachbetreuung irgendwelche Lebensgemeinschaften oder sozialen Kontexte, wo die jetzt wieder eingefügt werden könnten? Also WGs, betreutes Wohnen und so kamen dann allmählich auf. Gab es zur damaligen Zeit, als ich auf die Probleme so stieß, noch nicht mal in dem Ausmaß. Also da gibt es viele ungenutzte Möglichkeiten. Und ich bin auch der festen Überzeugung, jetzt mal in zwei Schritten denkend, der Weltrat der Weisen vertritt ja das Konzept mit Wohlfühlstimme und so, also auch, dass die Sozialarbeiter wirklich danach beurteilt werden, wie weit sie zufriedene oder versorgte Menschen erreichen können. Das würde leicht dazu führen, dass da wirklich sinnvolle Arbeit geleistet wird und Probleme gelöst werden, statt dass die Leute wirklich an den Problemen noch eher verdienen. Und was auch viel zu wenig genutzt wird, ist eben wirkliche Glücksgemeinschaften. Also die Leute auf der Straße sind oft psychisch angeknackst oder gar ziemlich stark gebrochen. Und wenn es dann die Möglichkeit gäbe, denen auch mal, und sei es anteilsmäßig, das Mitleben in fundierten Gemeinschaften sowie aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommunen mitzuleben, also das könnte für viele schon auch eine ganz andere seelische, also ganz andere seelische Heilungsprozesse ermöglichen, als das jetzt so ist. Wenn die eben auf der Straße sind, dann kommen sie in eine Betreuungseinrichtung oder in den Knast vielleicht, kommen wieder raus und stehen wieder alleine in einer Meute von Kapitalisten und immer mehr individualistisch zerbröckelnder Gesellschaft. Das ist natürlich auch nichts, wo man gut Halt finden kann oder seine Wurzeln wiederfinden kann. Ja, super. Da haben Sie dann eigentlich, Frau Miesli, da haben wir gleich einen neuen Punkt. Sehen Sie, wir sind immer auch, können wir was Neues aufnehmen, ja? Das, was der Herr Wagner jetzt angesprochen hat, spricht ja dafür, dass wir natürlich die früheren Obdachlosen quasi in der Wohnung, dass die natürlich durch den Zugang zur Hausarzt-Gesundheitskommune auch wieder die Brücke haben zur mehr, potenziellen Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft und zur urmatriarchalen Bonobo-Schenker-Kommune zum Beispiel. Und dass das Wohnungsamt vielleicht, das ist jetzt ja, glaube ich, auch die Idee von Herrn Wagner noch gewesen, dass das Wohnungsamt selber doch auch Wohngemeinschaften, Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften als der Herr über Wohnen, also die verschiedenen Abteilungen der Wohnungsämter in einer Stadt, die in gesundem Wettbewerb um die Wohnräume der Stadt stehen und alles Neue anmieten, was frei wird und so weiter und überall als Hauptmieter auftreten, sozusagen,
dass die sozusagen auch gucken, was ist geeigneter Wohnraum für Wohngemeinschaften, für Lebensgemeinschaften, für Kommunenprojekte und das dann schon direkt quasi auch ermöglichen, sodass wir also nicht nur die Hausarzt-Gesundheitskommunen haben, die in diese Richtung denken und vorfühlen, sondern auch noch die Wohnungsamtmitarbeiter. Denn der Herr Wagner hat es ja richtig angedeutet, dass im jetzigen System eigentlich man ganz deutlich oft spürt, dass sowohl die Arbeitslosen für die Arbeitsmitarbeiter nur Mitarbeiter nur stören, sozusagen, und dass auch für die Wohnungsamtmitarbeiter, dass es denen völlig gleichgültig ist, wie die Lage aussieht und was aus den Obdachlosen wird und so weiter. Und während unser Konzept eben alle Beteiligten dafür belohnt, wirklich sinnvolle Lösungen zu finden und die Suchtbremse ist ja das Entscheidende bei den Obdachlosen, denn die müssen ja sozusagen letztendlich Glück bekommen, Glückshormone bekommen ohne Alkohol, um den Alkohol sein lassen zu können und die Zigaretten sein lassen zu können und die Drogen sein lassen zu können. Also müssen wir dort eigentlich umso schneller in Richtung von urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunen denken als begleitete Lebensformen, supervidierte Lebensformen, mit Mediation begleitete Konfliktschlichtungslebensformen, wo die Menschen lernen, wieder überhaupt sozial zu leben. Denn das darf man nicht verheimlichen. Viele Obdachlose haben auch sehr starke antisoziale Tendenzen erworben oder schon gehabt und sind manchmal auch deswegen erst obdachlos geworden, weil sie sich überhaupt nicht in menschliches Miteinander einfügen können. Und deswegen muss da durch Mediatoren und durch Supervision und durch entsprechende Schulungen, wie ich sie auch aus den 12-Schritte-Kliniken Deutschlands kenne, wo die Leute unterrichtet bekommen, wieder soziale Fertigkeiten, ja, das Miteinander überhaupt fair miteinander umgehen zu können und zu kooperieren. Ja, so viel dazu erst einmal. Und vielleicht sage ich noch, aber ich glaube, Frau Mesli, besser Sie fragen jetzt noch mal nach, als dass ich jetzt mir noch überlege, was ich vergessen habe über das Thema Wohnungsreform. Okay, was will der Herr Eckenberger? Ja. Er möchte auch noch was sagen. Genau. Also ich dachte, wir würden die Reihenfolge bedienen, aber muss auch nicht sein. Na, Herr Eckenberger, Sie sind heute auf der Seite der Fragenden. Das Ja, heißt, ja. einfach dann melden, wenn Sie eine Frage haben. Ach so, okay. Ich dachte, das ist normalerweise, wurde ich immer explizit gefragt, ob ich eine Frage habe. Also meine Frage ist zum Beispiel, wenn die jetzt dann passt, Sie haben gesagt, Herr Dillon, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es verboten wird, in der Stadt rumzulungern. Also da ist mir noch nicht klar, wo der große Vorteil ist, wenn Leute, die keine Wohnung haben wollen, ja, gezwungen werden und wer dann Lungern definiert. Und ich denke auch, dass wenn jetzt in einer Stadt mehr Wohnungssuchende sind als Wohnungen, dass dann nicht unbedingt die Freizügigkeit, also das Recht, dahin zu ziehen, wo man hin will, auf die Schnelle gegeben sein wird, oder? Ja, die Freizügigkeit ist schon so gedacht. Also das ist schon gedacht so. Ich wohne ja hier in einem früher schönsten Viertel von Köln, ja. Und wir haben das auch in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass wir immer mehr total verwahrloste und auch total belästigende und hochaggressive und teilweise massivst gewaltbereite bis hin zu Mordversuchen gehende Obdachlose hatten, weil ja eben auch niemand sich um sie kümmert und niemand wirklich etwas ernsthaft unternimmt. Das heißt, es ist schon so, dass also quasi, das würde schon so laufen, wenn jemand irgendwie zum Beispiel vor einfach vor einem Supermarkt schläft zum Beispiel, ja,
dass dann eben die zukünftig ja auch ganz anders belohnten Sozialspatler, die Sozialarbeiter und ähnliche und die Polizei und die Ordnungsämter diese Personen ansprechen. Diese Personen werden dann registriert, dass sie sich ohne Erlaubnis, quasi ohne Wohnung schlafend da in der Öffentlichkeit befunden haben. Und dann werden die sofort gebracht zu den Kleiderkammern, zu den Duschräumen, wo sie ganz neue, frische Kleidung bekommen, werden medizinisch betreut, die Zähne werden repariert und alles Mögliche. Und das Wohnungsamt ist dann schon informiert und stellt schon mindestens den ersten Hotelraum zur Verfügung und auch die ungefähre Lage in der Stadt. Ja, das kann auch, das soll nach Wunsch gehen, wo auch immer es geht. Und die Grundidee ist, dass dann die Ordnungsämter wirklich über den gesamten Wohnraum mit der Zeit einer gesamten Stadt verfügen und deswegen dann auch großenteils auch die Wünsche, wo in welcher Gegend der Wohnraum sein soll, erfüllen können. Und über die Hotels haben sie immer die Puffermöglichkeit, da eben immer noch da alles, was in den Hotels irgendwo frei ist, auch noch zu belegen, ja? Weil sie immer auch irgendwo da immer in Vereinbarung stehen. Ja, jetzt müssen wir, ja, jetzt lasse ich erstmal den Herrn Wagner was dazu sagen und dann kommt Herr Eckenberger wieder mit seiner Nachfrage und Frau Mesli, Sie haben bestimmt auch dann noch Nachfragen. So, Sekunde, Herr Wagner, ein paar Sekunden. Jetzt kann es losgehen. Ja, danke schön. Also ich glaube, da sind viele Probleme. Zumindest zu 80-90% scheinen Probleme, die in der Realität kaum so wirklich auftreten. Also bei dem, was der Herr Eckenberger gesagt hat, klang natürlich im Hintergrund die Fragestellung mit, werden da Leute vielleicht in ihrer Freiheit zu sehr beeinträchtigt, dass die eben nicht, was weiß ich, einfach sich mit ihrer Plane in den Park legen können oder wie auch immer. Und ich glaube, der springende Punkt ist ja tatsächlich das Sozialverhalten. Also wie der Herr Dillen das angesprochen hat, ist ja das große Problem, wo wird das Ganze zur Belästigung oder sogar zur Gefährdung anderer Menschen? Und ich glaube, wenn man das in den Mittelpunkt stellen würde, also diese Frage, wie verhalten sich Menschen und welcher Anteil ist da belästigend oder gefährdend, dann würde man schon von daher, ich sag mal, elegant jonglieren können mit Situationen, also wenn man dann auf Menschen trifft, dass man zum Beispiel auch wissen kann, also der ist jetzt wirklich so harmlos, ne? Der legt sich da mit seinem Hund in seinem Zelt nur irgendwo unter die Bäume. Und den muss man gar nicht zwingen, wenn er es nicht wollte. Aber ich sag auch mal, in den wenigsten Fällen hätte man Probleme, wenn die Sozialeinrichtungen nicht mehr diese Massentierhaltungs-Unterbringungssachen wären, wo die Leute zum Beispiel keinen eigenen Raum haben, wo sie so ständig mit den Wertsachen unterm Kopfkissen schlafen müssen, damit sie nicht beklaut werden, wo sie ihre Hunde zum Beispiel nicht mitbringen können. Da braucht man sich nicht wundern, wenn dann solche Sozialfälle auch gar keine große Lust haben, in solche Betreuungseinrichtungen zu gehen. Oder es sind Alibi-Vorwände, sag ich mal, der Sozialsysteme, wenn sie sagen, ja, wir bieten ja an. Sie bieten etwas an, was von der menschlichen Qualität her nicht so ist, dass das funktionieren könnte oder dass das jetzt wirklich menschenwürdig ist. Alleine schon so eine Maßnahme, wie auch wenn es nicht gleich das Hotelzimmer ist, aber sowas wie kleine Wohnwagen oder Tiny Houses oder was weiß ich, den jeweiligen Obdachlosen zur Verfügung zu stellen, würde aus meiner Sicht die Schwellen ungeheuer senken, dass die Leute das auch in Anspruch nehmen können und auch in Anspruch nehmen wollen dann. Und ich glaube, das große Problem ist eben wirklich, dass der Staat, ob jetzt die Polizei oder die Sozialarbeiter oder die Menschen vom sozialpsychiatrischen Dienst, also ein ganzes Stück weit wurde da eher Dienst nach Vorschrift oder Kürzungen von Geldern und Kürzungen von Leistungen betrieben. Und ich sehe das in einer Linie mit dem, was heute in der Gesellschaft sich abspielt. Das diente ein Stück weit der sozialen Destabilisierung und auch Verunsicherung der Bevölkerung, damit sie umso gefügiger den autoritärer werdenden Strukturen sich unterwerfen würden, die aus meiner Sicht schon seit relativ langer Zeit angestrebt werden, auch durch sozial-gesellschaftliche Strategien, die dazu entwickelt werden. Also wenn es so ist, dass weder die Polizei noch das Gesundheitsamt eingreift,
wenn da jemand mit offensichtlicher psychischer Krankheit sogar aggressiv zu werden droht, dann ist das eine Vernachlässigung der Fürsorge- oder Rechtsstaatspflicht des Staates und schreit zum Himmel. Da könnte ich Beispiele nennen, also da schlackern einem nur noch die Ohren. So nach dem Motto, da vorne ist ein Psychopath, sagen sie, der setzt sich in ihrer Wohnung aufs Wohnzimmersofa. Okay, aber da ist ja noch nichts passiert. Rufen Sie uns an, wenn Sie von ihm erschlagen wurden, dann kommen wir und sprechen den Platzverweis aus. So von der Art wurde da mit der Fürsorgepflicht und Rechtsstaatspflicht des Staates Schindluder getrieben. Womit wir damit schon dann wieder bei der Reform innere Sicherheit im Prinzip auch werden. Wir haben nämlich die Berlin, der Bürgermeister Müller gesagt hat, die Leute sollten halt nachts nicht mehr in den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, oder in Köln gesagt wurde, sollen alle eine Armlänge Abstand halten. Das kann man nur unter Hohn und Spott gegenüber der Bevölkerung auffassen und als Bankrotterklärung eines staatlichen Rechtsstaats oder Fürsorgesystems. Ja, das ist ein inneres Sicherheitssystem, bei dem sozusagen Narrenfreiheit für die Täter eigentlich karrierefördernd wird für jeden Teil des inneren Sicherheitssystems. Ja? Also dieses Sprichwort der Bevölkerung, dieses Vorurteil der Bevölkerung, Täterschutz geht vor Opferschutz in unserem System, da ist was Wahres dran. Das haben wir überall bestätigt gefunden, überall, gerade hier in Köln sieht man das immer wieder dann auch an den Gerichtsverhandlungen, dass eigentlich alles darauf geeicht ist, Täter nicht auf den Weg des legalen Lebens zu bringen, sondern sie als Täter, als Kunden sozusagen zu behalten. Die Polizei spricht ja auch von uns, dass dieser Kunde ist uns bekannt oder das ist ein Kunde von uns. Ja? Also genau das trifft die Wahrheit leider sehr gut, dass also sozusagen bis jetzt die Fehlanreize bedeuten, dass kriminell lebende Menschen Kundschaft bedeuten und wertvoll sind, weil sie die Vergrößerung der entsprechenden Polizeibürokratien, Staatsanwaltschaftsbürokratien, Richterbürokratien ermöglichen und auch für die Rechtsanwälte fällt dann immer noch gut schön was abzuverdienen und so weiter, sodass eigentlich in dem ganzen System niemand ein Interesse bisher hatte, Menschen aus der Verwahrlosung, aus der Obdachlosigkeit in die vollständige Legalität zurückzuführen und so weiter. Und diese absoluten Freiheitsrechte, die würde ich ja in den Wäldern gewährleistet sehen, soweit die Leute da nicht den Forstbetrieb zerstören oder stören, darf man in den Wäldern frei leben. Nur eben dieser Grundgedanke, dass man auch in den Städten sozusagen seinen Code an jede Sehenswürdigkeit der Stadt abliefern darf und dass man da sozusagen solche Narrenfreiheitsrechte bekommt, das ist eben etwas, was wir nicht für sinnvoll halten. Ja? Sondern im Walde, wo man keinen Schaden anrichten kann, sozusagen, kann man völlig frei leben. Und man kriegt ja dann auch eben genügend Geld für eine gesunde Grundernährung, ja. Aber eben sozusagen ansonsten gilt eben in den bewohnten Gebieten gilt eben dieses Recht auf Wohnung und Pflicht auf Wohnung. Ja? Frau Mesli, hatten Sie noch eine direkte Nachfrage und dann der Herr Eckenberger mit seiner Nachfrage? Also ich sehe das ja mit den Obdachlosen auch ein bisschen problematisch, aber ich denke, das Thema Wohnungsreform geht ja noch wesentlich weiter. Also ich mache mir viele Gedanken über so leerstehende alte Gebäude. Ich bin der Meinung, man müsste alte Gebäude erhalten, energetisch renovieren und wieder bewohnbar machen und dann zu einem günstigen Mietpreis anbieten. Also ich wäre dafür, dass etwa 50% des Wohnungshausbestandes in Deutschland zu einem günstigen Mietzins angeboten werden, damit auch sozial schwächere Personen die Möglichkeit haben, vernünftig wohnen zu können, jetzt mal abgesehen von den Obdachlosen. Ja, also zum Beispiel ist ja problemlos denkbar eine neue juristische Regelung, dass die Wohnungsämter, die sowieso ja versuchen, allen Wohnraum in der Stadt unter ihre Fittiche zu bekommen, damit sie da überall den Überblick haben und die Zuteilung durchführen können und so weiter, dass sozusagen
Wohnraum, der leer steht und im Moment nicht genutzt wird, sozusagen, weil irgendwie die Investoren irgendwie nichts mit anfangen können, wollen oder was auch immer, dass da der per Staatswegen zu einem sinnvollen Mietpreis vom Wohnungsamt angemietet werden kann und wieder vermietet werden kann. Ja? Das heißt, da gibt es dann so ein wie eine Pflicht zur Vermietung. Bevor und dann gilt aber auch Mieterschutz, das heißt also die entweder ein Investor investiert neu, reißt das ganze Ding ab und baut sofort das Neue sozusagen, oder er macht nichts und dann hat das Wohnungsamt das Vorgriffsrecht und dann entstehen wieder Mietverhältnisse und dann sind die wieder entsprechend schwer kündbar oder gar nicht kündbar. Ja? Und dann hat man wieder Stabilität, Raum. Das wäre doch denkbar, ne? Herr Eckenberger, Ihre nächste Nachfrage? Ja, danke. Ja, ich wollte noch mal verstehen, warum dieses Verbot ist, obdachlos zu sein in der Stadt. Also man könnte ja auch für Leute, die gerne unter freiem Himmel schlafen, spezielle Zonen, Parks, whatever einrichten. Ja, das wäre denkbar, aber das, was wir hier in Köln erleben, nämlich diese massive Belästigung der Bürger und diese teilweise bis hin zu Mordversuchen gehende Aggressivität und so weiter, das ist kein Zustand. Also da muss sich auf jeden Fall was ändern. Ja? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass ganz viele eben auch, also die wenigsten wollen halt, also die meisten brauchen Hilfe und sind dann auch, wenn sie nachhaltig und geschickt genug angeboten wird, dann wird ihnen auch geholfen. Und die halt aus gesunden Gründen draußen schlafen wollen, dann passt das, hoffe ich. Ja, also ich denke auch, wenn wir brauchen uns über viele Dinge gar keine Gedanken machen. Wenn erstmal das Wohnungsamt völlig neue Anreize hat, das Arbeitsamt völlig neue Anreize hat, alle Sozialberufler völlig andere Anreize haben bisher, dann minimieren sich die Probleme. Und das ist so ähnlich wie wir es letztens Jahr als Diskussion hatten. Die Hartnäckigen, also die trotz aller Maßnahmen und trotz aller Angebote auf einen, zum Beispiel auch bei Kriminellen, zum Beispiel, ist ja ein anderer Bereich, der auch ein Problembereich der Gesellschaft ist. Und nur die, da bleiben am Ende nur ganz wenige übrig, die dann hartnäckig irgendwie ihren kriminellen Lebensweg weitergehen und dann erst greifen da bestimmte Härten. Und für die alle anderen, die nicht so hartnäckig sind sozusagen, würden diese neuen Anreizkonstellationen eigentlich schon einen Weg wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft ermöglichen. Und ich glaube auch, dass die Masse der Leute diesen Weg gerne annehmen wird. Und man muss dann gucken, was dann noch für Probleme überhaupt übrig bleiben. Und da muss es dann schon aber auch mal die Möglichkeit geben, dass man dann sagt, dann geht man auch konsequent vor und lässt es nicht zu, dass sozusagen, wie vorhin gesagt, ja, melden Sie sich doch bei uns, bei der Polizei, wenn der Täter Sie umgebracht hat, dann haben wir einen Fall vorliegen und dann können wir auch eingreifen. Ja, ja, Herr Wagner, wollen Sie wieder was zu sagen? Ja, Moment. So, jetzt. Ich wollte nur hinzufügen, so läuft es tatsächlich. Also ich könnte da aus dem Nähkästchen plaudern, was es für bewusste Missachtung dieser Rechtsstaatsanforderungen gibt. Also wo es wirklich ist, die alleinstehende Frau mit ihren Kindern, auf dem Lande jetzt, ein Dorf- und stadtbekannter Rüpel, der die Leute angeht und so, er bekommt ab und zu eine nette Ermahnung und dann sagt die Polizei, wir können nichts machen, ne? Und also es muss erst alles viel schlimmer werden, bevor wir irgendwie wirklich eingreifen können. Oder wir können nichts machen, das muss der sozialpsychiatrische Dienst machen, das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt sagt, wir haben ja nicht die Rechte einzugreifen und den jetzt einfach festzunehmen. Wir können da nichts machen und sind die Hände gebunden. Also das ist schon skandalös, wie da Leute hoch bezahlt oder der Staat die Gelder rausschmeißt und die Leute ja nicht mal vernünftig angesprochen werden konnten. Also ich kenne einen Fall, da sitzt so ein Psychopath dann da auf dem Privatgrundstück von Leuten, deren Berufstätigkeit dadurch quasi auch beschädigt oder fast unmöglich gemacht wird. Dann kommt das Ganze sogar vor Gericht. Und es war zwischendurch schon eine Ärztin vom Gesundheitsamt da. Und dann sagt die Richterin,
Ja, aber mit der Ärztin vom Gesundheitsamt werde ich mich jetzt nicht in Verbindung setzen. Wenn, dann müssen wir ein völlig unabhängiges Gutachten nochmal erstellen, bevor wir da jetzt überhaupt was zu sagen können. Also ich kann mir da, es ist für mich absolut nicht schwer nachzuvollziehen, wenn dann der Bürger sagt, wo ist hier der nasse Waschlappen, um den Leuten um die Ohren zu hauen. Also wenn schon eine amtliche Ärztin vom Gesundheitsamt gekommen ist und hat eine Begutachtung der Situation vorgenommen und die Richterin sagt, wir müssen alles noch von vorne machen, weil wir da nicht drauf eingehen wollen. Also das sind absolute Skandale, was die Ämter und Gerichte sich da zum Teil erlauben oder erlaubt haben. Genau, und so ist es. Ich habe nämlich früher ja als Psychoanalytiker in Obdachloseneinrichtungen gearbeitet, ja, und habe deswegen Erfahrung. Erstens habe ich Erfahrung damit gemacht, wie das mit den vorteilbringenden Irrtümern ist. Als ich selbst Obdachlose betreut habe, habe ich die auch eher so, die ganze Situation eher so engelshaft gesehen, ja, sozusagen. Oder es gibt ja auch die Tendenz, die Obdachlosen sind ausschließlich das Opfer unserer Gesellschaft, die natürlich krank ist. Der bösartige Raubtierkapitalismus ist eine bösartige und Menschen zur Antisozialität aufstachelnde Umwelt. Das ist alles unbestritten. Ja, aber ich habe die Sache sozusagen, also man hat, als wenn man in diesen Sparten arbeitet, hat man diesen vorteilbringenden Irrtum drin, dass ja, dass alles, dass die Klienten ja total nett und harmlos sind und so weiter, weil man die andere Seite nicht erlebt hat, wenn nämlich diese Klienten andere Menschen zu Opfern machen, das hat man ja nicht mitgekriegt, weil das ja in der Einrichtung so nicht vorgekommen ist im Prinzip, ja. Und die andere Geschichte ist eben, meine Erfahrung war, bei dieser Obdachloseneinrichtung, die Klienten, also die Obdachlosen, störten eigentlich immer nur beim Kaffeetrinken. Das Kaffeetrinken war die Hauptbeschäftigung in der Einrichtung, ja, weil die Leute ja ihr Gehalt auch so bekommen haben und dann waren irgendwo noch störend, irgendwo gab es auch noch die Obdachlosen in der Einrichtung, ja. Und das ist eben genau der Punkt. Wir brauchen überall diese neuen positiven Anreize, dass jeder Beteiligte für die Lösung des Problems bezahlt wird und nicht für die Verwaltung des Problems. Jeder Arzt wird bezahlt für die Verhinderung von Krankheit, nicht für die Verwaltung der Krankheiten, gewinnbringende Verwaltung. Ja, jeder Wohnungsamtmitarbeiter wird für die Lösung des Problems belohnt, aber nicht für die Verwaltung und für die Karriere, die er machen kann, wenn das Problem immer größer wird. Eigentlich haben wir überall das Phänomen, dass alle Beteiligten, das trifft allerdings auch auf viele NGOs zu, ja, alle beteiligten Sparten haben eigentlich ein nicht bewusstes Interesse an der Vergrößerung der Probleme in der Welt. Ja? Weil je größer die Probleme, desto größer die eigenen Karrieremöglichkeiten und Verdienstmöglichkeiten. Also wir haben ja lange darüber geredet, dass eben auch das Arbeitsamt und die Sozialsparten ein großes Interesse an Massen an Arbeitslosigkeit haben und dass es immer wieder darum geht, Massen an Arbeitslosigkeit zu erzeugen. Ich habe gerade in der heutigen Sendung darüber gesprochen, wie eben der Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste Volkswirt Deutschlands, aufgezeigt hat, wie der berühmte Bundeskanzler Willy Brandt, wie der eigentlich begonnen hat, den Bogen zu überspannen. Also der hat einfach sozusagen über Gewerkschaften und Tariflöhne und deren Anhebung, der hat das befürwortet sozusagen, dadurch wurden die Unternehmer etwas stärker belastet, und zwar in einem Maße, wo sie anfingen, ins Ausland abzuwandern und die Produktion ins Ausland zu verlagern, aus finanziellen Gründen halt einfach, ja, Weltwettbewerb. Und dadurch hatten wir eine riesige Zunahme von Massen an Arbeitslosen. Ich glaube, in Deutschland gab es damals 6-7 Millionen Arbeitslose oder so. Und dann kam ja Kanzler Schröder und hat gesagt, wir müssen da irgendwas tun. Jetzt hat Frau Mesli recht, wenn sie sagt, oder ich würde ihr da zustimmen, dass man natürlich hätte versuchen sollen, erst einmal die Arbeitsamtmitarbeiter zu motivieren, die Leute unterzubringen in Arbeit. Zweitens, das Problem mit den Tariflöhnen und Gewerkschaften zu lösen und den Mindestlöhnen, die es damals ja noch nicht gab, sodass es dann keine künstliche Erzeugung von Massenarbeitslosigkeit gibt.
Und stattdessen hat er allerdings, Schröder, sich darauf konzentriert, nur den Verwöhnungsaspekt, die andere Seite der Medaille, zurückzufahren. Er hat einfach dann die Arbeitslosenhilfe gestrichen und hat dann quasi Arbeitslosengeld und dann sofortiger Übergang in Hartz IV konstruiert, hat dadurch die Verwöhnung und hat dadurch 1 bis 2 Millionen Menschen in Arbeit gebracht, weil tatsächlich allein der Rückgang der Verwöhnung diese Wirkung hatte. Hätte man jetzt noch die Arbeitsamtmitarbeiter motiviert, wirklich sozusagen für die Erhöhung des Prozentsatzes der Beschäftigung in ihrem Distrikt sozusagen die Belohnungen auszuschütten, dann und hätte man in der öffentlichen Diskussion gesagt, ja hoppla, das ist doch ein vorteilbringender Irrtum von uns Arbeitsamtmitarbeitern gewesen, dass wir gesagt haben, Tariflöhne seien gut. In Wirklichkeit bedeutet das, dass jeder, der diesen Tariflohn nicht wert ist, ja bei Mercedes gar nicht beschäftigt werden kann. Auch wenn er ein guter Mitarbeiter wäre, eine gute Mitarbeiterin wäre, aber wenn der Tariflohn 14 Euro die Stunde ist, aber sie ist nur 13 Euro die Stunde, dann kann ein Unternehmer keinen Selbstmord begehen und sagen, ich beschäftige sie trotzdem, sondern er sagt, ich suche mir dann lieber jemanden, der die 14 Euro pro Stunde wert ist, und dadurch sind dann Leute, die 13 Euro die Stunde wert waren, wurden in das Reservoir der lebenslänglichen Dauerarbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit überantwortet, und dort lässt man sie dann verwahrlosen und verkümmern. Ja? Wenn wir da also sozusagen die richtigen Reformen und Anreize überall machen, dann minimieren sich die Probleme, weil die Sparten dann nicht mehr darauf angewiesen sind, Schaden zu erzeugen, um ihre eigene Karriere zu pushen. Das ist der Grundgedanke. Ja, Sekunde, Sekunde. Ja. Jetzt. Alles klar? Ja. Ich hätte noch eine Ergänzung zu diesen grundsätzlichen Lösungsansätzen, die wir ja anbieten. Also ich finde es genial, dass der Weltrat der Weisen mit diesem Konzept der Wohlfühlstimmen allen Menschen das, ich sag mal, wirtschaftlich basisdemokratische Recht gibt, dass einfach geguckt wird, wie es ihnen geht. Weil oft geht der Kapitalismus für bestimmte Interessen von Reichen und Mächtigen über die einfachen Leute, die armen Leute, die Opfer hinweg. Und sie können ihr Befinden dabei nicht mit in die Waagschale werfen. Die Wohlfühlstimme ist im Bereich der Ökonomie die basisdemokratische Form, wie die Menschen sich mit ihrem Befinden mit einbringen können. Ich finde als eine andere Schiene, die damit aber verwandt ist, weil es ist ein zentraler Bereich eigentlich des Wohlfühlens, oder sollte es zumindest sein für Menschen, ich finde die Möglichkeit des Menschen, dass er direkt auch gehört wird mit seinen Anliegen und dass er das, was er auf dem Herzen hat oder was er vorzubringen hat, auch an Argumenten, dass er eine zufällige Ansprechstelle dafür findet, also ich bin ja so der Fan der freien Argumentekultur, das halte ich für ein, ich sag mal, im politischen Bereich oder Entscheidungsbereich äquivalent zur Wohlfühlstimme. So wie von niemandem mehr sein schlechter Zustand übersehen werden kann, er den also zeigen kann, so muss es eigentlich immer möglich sein, wenn ein Mensch das Gefühl hat, er wird nicht gehört, oder obwohl er gute Gründe oder Argumente hat, gehen Leute mit anderen, nicht argumentativen Mitteln über ihn hinweg, diskriminieren ihn, grenzen ihn aus, schädigen ihn. Dann muss es in der Gesellschaft, genauso wie diese Messstelle für die Wohlfühlstimmen, das geben, was ich Friedensagenturen nenne oder Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen. Das heißt, jeder Mensch müsste immer die Möglichkeit haben, wenn er das Gefühl hat, er wird auf nicht argumentative Weise irgendwie korruptermaßen übergangen und geschädigt, dass er eine Ansprechstelle hat, wo er hingehen kann und sagen kann, hier möchte ich gehört werden. Ob das dann durchkommt oder nicht, aber er muss angehört werden und er muss das Gefühl haben, es wird wirklich auch danach gegangen, welche Qualität hat das, was er sagen kann. Nicht die anderen haben mehr Geld oder haben mehr Macht, sondern dass er das Gefühl hat, er wird gehört und es wird auf die Qualität seine Argumente geschaut. Wenn das der Fall ist, dann haben wir ein Ventil, sag ich mal, auch da für die Menschen, aus diesem Unwohlsein, aus dieser Fremdbestimmung, dieser Unterdrückung rauszukommen, was ungeheuer wohltuend ist und die andere Seite oder eine andere Schiene der Basisdemokratie ist, die man den Menschen dann wirklich gibt. Ja. Ich habe in dieser Gerichtsversammlung
dieser Gerichtsverhandlung gesessen, wo die Richterin gesagt hat, der Psychopath, okay, der schädigt sie, der besetzt ihr Grundstück, der macht ihre Berufsausübung unmöglich, aber ich werde jetzt nicht die Ärztin des Gesundheitsamtes heranziehen, die das schon begutachtet hat, sondern es dauert jetzt Monate und Sie müssen das Gutachten nochmal neu bezahlen, wenn wir das machen. Also ich bin aufgestanden in der Gerichtsverhandlung und habe zu der Richterin gesagt, hören Sie mal, ich gehe jetzt hier raus, bevor ich mich aufrege und ärgerlich werde, aber das, was Sie da machen, ist das Gegenteil davon, vernünftig ansprechbar zu sein, also dass das eigene Verhalten auch kritisiert werden kann, ist das mit Argumenten vertretbar, wie man sich verhält oder nicht. Es ist so eine arrogante Allüre dann oft von Amtsträgern oder auch von Richtern, dass sie meinen, sie können sich da mit irgendwelchen Verfügungsvollmachten oder ich berufe mich auf diesen Paragraphen oder auf jenen über simpelste Alltagsvernunft hinwegsetzen. Also da gibt es so eine Leerstelle, dass man nicht einfach mit Vernunft und Argumenten protestieren kann. Das muss unbedingt abgeschafft werden oder da muss eine Abhilfestelle herkommen. Ja, und wir halten das eben, wir denken, dass es ausreichend ist, wenn Richter ganz neue Rahmenbedingungen bekommen, wenn sie also nach der, wir haben ja sogar die Sicherheitsstimme als Variante in der Diskussion, also wenn wir die Sicherheitsstimme als Variante zur Wohlfühlstimme, aber eigentlich deckt das die Wohlfühlstimme schon ab. Die Richter werden eben zuständig auch für ihre Bezirk, für ihren Bezirk, für den sie zuständig gemacht werden für eine bestimmte Zeit, zu gucken, dass dort sich das Wohlfühlen der Menschen verbessert. Und dann müssen sie eben dann werden sie diese Tendenz aufgeben, sozusagen, dass der Bürger sozusagen jede Form der Schikane ertragen muss, weil der Richter sagt, so was, da sehe ich keinen Handlungsbedarf. Ne? Und deswegen gibt es bei uns auch die Vorstellung, dass wir einen Belästigungsparagraphen einführen müssen. Wir haben also sozusagen die Schwelle, ab der die Polizei eingreifen darf, ist oft zu hoch. Schon die Belästigung, man kennt das ja auch, eigentlich ist es ja zum Beispiel eine Körperverletzung auf anderen Menschen zuzurennen und ihn zu erschrecken zum Beispiel. Ja? Erschrecken ist ja eigentlich juristisch schon eine Körperverletzung, wird aber quasi fast nie darauf reagiert. Also alle Formen der Belästigung bleiben eigentlich konsequenzenlos in der Gesellschaft. Und deswegen, und dann muss es so sein, dass im Prinzip jeder Bürger, der zum Beispiel öfters belästigt worden ist, der kann die Polizei rufen, die entweder stattet die ihn mit Kamera und Ton aus oder es wird ein Beamter kommt dazu und in Zivil und mit Kamera und Mikrofon und so weiter alles versteckt und dann, wenn es dann wieder zu den Belästigungen, den Beleidigungen, den versteckten Formen des Terrorisierens kommt, dann hat das der Richter direkt auf Film, kriegt das dann zugeschickt, also der Beamte in Zivil schickt, damit seine Anonymität nicht auffliegt, drückt dann Knopf und dann kommen die Beamten in Zivil und dann übersendet er per Knopfdruck die Aufzeichnungen direkt ans Gericht oder an die Polizeizentrale. Und dann geht das direkt vor Gericht und dann plötzlich werden Dinge, die im Moment so als Narrenfreiheit überall durchgegangen sind, die gehen plötzlich nicht mehr durch. Und das hilft dann mit. Aber wie gesagt, das ist nur wieder, Frau Mesli, das ist wieder nur die letzte Instanz. Wenn alle anderen vorherigen Maßnahmen nicht gegriffen haben, wenn dieses Einfügen der Menschen wieder in die sozialen Gemeinschaften, in die Hausarzt-Gesundheitskommune, über das Wohnungsamt, vielleicht in eine betreute Wohnungseinrichtung seitens des Wohnungsamts, wenn all diese Maßnahmen versagt haben, dann kommt erst diese allerletzte Instanz. Aber das ist dann quasi die letzte Möglichkeit, dass das dann auch über Konsequentes nicht durchgehen lassen von Belästigungen, man dann noch den Rest zur Vernunft bringt sozusagen. Und wenn es dann so ist, dass dann jemand dann eben, der wirklich völlig unbelehrbar ist und auch durch keine Therapie korrigierbar ist, dann eben doch einfach im Gefängnis landet. Ja, das ist dann halt konsequent. Ja. Ja, Herr Eckenberger, Frau Mesli, weitere Nachfragen? Wie bitte? Ich wurde jetzt nachgefragt, ob mir was einfällt. Ja, ob irgendwie eine Danke. Frage da ist. Ja, ich habe mir nur gedacht, da wir ja auf eine Art immer wieder dieselben Leute sind, könnten wir uns vielleicht so ein grundsätzliches
Herangehen, Fragereihenfolge, wichtig, unwichtiger oder so überlegen, wie wir vielleicht das ganze Gedankengebäude enthüllen können in der nachvollziehbarsten Art und Weise für Interessierte. Aber ansonsten habe ich gerade keine direkte Frage. Dankeschön. Ja, ich meine, jetzt steht ja auch bald dann der 22. Januar an, wo die Matriarchatsforscherin ist. Da wird es eine etwas andere Technik sein, aber sie wird das, glaube ich, dann sehr frühzeitig schon den Link uns zur Verfügung stellen, sodass jeder sich dann auf ihre Technik einstellen kann. Das wird aber im Prinzip auch so sowas sein, sowas wie Zoom sein, ja, sowas Ähnliches. Hm? Weil sie sozusagen dann sich nicht einarbeiten muss in unsere Technik wiederum, ja. Und generell ist es eben so, dass dieser Modus, also wer versteht sich eher als Fragender und als Wähler mehr und wer versteht sich mehr als Experte und Fragenbeantworter, dass diese Einteilung doch wohl einfach sinnvoll ist, weil wir haben das ja gesehen, wie das ist. Wir haben die schlimmen Situationen gesehen, wie es ist, wenn plötzlich 5 Experten da sind und eigentlich niemand eine Frage hat, sondern nur Experten ihre Statements gegeneinander stellen. Dann ist eigentlich kein Abnehmer da. Und genauso wenn wir fragende Personen haben und nur einen Experten da haben, ist es vielleicht ein bisschen wenig, weil der Kontrast ist immer gut. Also es sollten immer mindestens 2 Experten sein. Und deswegen haben wir ja den Herr Wagner heute wieder in der Expertenrolle da. Ja, ja, aber Frau Mesli, andere gesellschaftliche Bereiche, es gibt noch so viele, ne? Ja, das ist richtig. Ich habe ja das Video mir angeschaut, wegen diesem ersten Volksentscheid. Und diese Geschichte mit den Luftschadstoffemissionen und dem Club der Willigen. Wie könnte man denn das kurz gefasst formulieren, dass das in dieses Format reinpasst, was ich da schon angefangen habe? Sie wissen, um was es geht, Herr Dürr. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob der Herr Eckenberger und der Herr Wagner das wissen, was ich da jetzt schon geschrieben habe. Ich zeige das gerade mal per Präsentation, nur dass man mal das optisch vom Gefühl her kriegt, wie das ungefähr aussieht. Sehen Sie jetzt in der Präsentation, es kann ja leider nur der Herr Eckenberger jetzt sehen, gell? Ja, wir sehen was. Ja, und zwar, das ist jetzt ein bisschen sehr klein getippt, da könnte man die Schrift noch vergrößern. Dann dummerweise sehen wir hier, Frau Mesli, da sehen wir zwar wir 2020 durchgestrichen, aber es ist noch nicht rausgelöscht, ja? Es wäre noch sinnvoll, wenn die Sachen ganz rausgelöscht würden, die Bezeichnung der Quelle. Denn manchmal werden ja Vorschläge allein nur deswegen abgelehnt, weil es heißt, dass die Quelle ja einem nicht gefällt. Dann orientiert man sich nicht an dem reinen Argument, sondern es soll ja eine reine an dem Reformargument eine Ausrichtung sein, egal wer das geäußert hat im Prinzip, ne? Und dann sieht man hier, also das ist quasi das wäre für die Frack-Partei ein Konzept ein wirklich ganz vorläufiger Entwurf. Und Frau Mesli, ich kann ja diese Sachen leider nicht öffnen, weil wir kein Word haben bei uns, ja. Und von daher wäre es sinnvoll, wenn ich die einzelnen Texte zur Bearbeitung einfach so als Fließtext nochmal bekäme. Das Muster sehe ich ja jetzt hier vor mir. Das, was also zu verbessern wäre, ist, dass diese Quellenbezeichnungen raus müssen, sondern nur der Reformvorschlag an sich ohne Quellenbenennung sollte in dem zukünftigen ersten Volksentscheid nach der Wahl stehen. Das ist also quasi so, eine Partei meint es mir ernst mit der Demokratie und sagt, nee, wir hauen den Leuten jetzt nicht ein fertiges Wahlprogramm um die Ohren, sondern bieten zu jedem Reformbereich 5 Alternativen aus teilweise ganz unterschiedlichen Quellen von Experten, ja, die sich einerseits uns angeboten haben, andererseits auch einfach, über die man referieren kann in der Gesellschaft, wie Professor Hans-Werner Sinn, den man zitieren kann und so weiter. Und dann hat man hier immer 5 Alternativen zu jedem gesellschaftlichen Bereich und dadurch sozusagen kann man sagen,
Wir machen ernst damit, liebe Wählerinnen. Das ist das, was Sie zur Auswahl kriegen, wenn nach der Wahl als ersten Volksentscheid, und dann haben Sie das Sagen. Das letzte Sagen haben Sie, denn wir werden es kaum schaffen, in der Partei eine wirklich komplette repräsentative Wählerstichprobe zu erzeugen. Und deswegen sagen wir, dann nehmen wir Sie doch als Wähler, indem wir Sie, wenn circa alle drei Monate Volksentscheide stattfinden, dann wäre das der erste Volksentscheid, den Sie vorgelegt kriegen und wo Sie dann wählen dürfen. Ja? Und das, erstens würden die Leute sehen, dass da ganz tolle Reformkonzepte drin sind, dass sie also wirklich echte Wahlalternativen jetzt haben und auch ganz neue Reformideen drin sind, wie zum Beispiel die Gesundheitsreform, die Wohlfühlstimmen, also diese ganzen neuen Konzepte sind drin, aber auch dagegen lautende Konzepte sind drin und so weiter. Und dann sieht der Wähler, ja, die Partei meint es ernst. Die Partei meint es wirklich ernst. Da ist richtig Qualität. Die haben die besten Reformalternativen da in dem Volksentscheid aufgelistet von allen Experten, ohne die Experten vorzufiltern sozusagen. Und dann hat man was. Und da haben wir Bürger kriegen jetzt das Sagen. Nicht nur, und wir können uns jetzt entscheiden, ob wir die Wohlfühlstimme zum Beispiel haben wollen oder nicht. Ja? Aber das haben wir Bürger jetzt dann in der Hand. Und davor wird dann in den großen Medien immer, in den dann ja werbefreien und gut gewordenen öffentlich-rechtlichen Medien, wird darüber kontrovers diskutiert, über diesen zukünftigen Volksentscheid. Und ja, und dann gibt es Pro und Contra und so weiter. Und dann würde ich zum Beispiel einfach hoffen, dass sich dann beim Volksentscheid die Wähler entscheiden, ja, wir wollen sofort die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme. Ja? Als ein Beispiel von ganz vielen. Ja? Zu dem Volksentscheid habe ich noch eine Frage. Und zwar, jetzt wird ja am 14. März in Baden-Württemberg gewählt. Angenommen, keine der neuen kleinen Parteien kommt über die 5%-Hürde. Würde man dann diesen Volksentscheid in Baden-Württemberg platzieren oder im nächsten Bundesland, bevor dort gewählt wird? Also meine Hoffnung wäre ja, und Sie sind ja mit Bayern im Gespräch, gell? Ich tue nur mal den Volksentscheid wieder weg, aber das haben Sie mitgekriegt, Frau Mesi, dass man bei uns immer noch dieses, hier zum Beispiel kann ich noch lesen, die Basis, ja, dass das noch nicht ganz rausgelöscht ist. Das habe ich absichtlich gemacht für mich selber. Das ist doch nur ein Entwurf. Gut, dann betrachten wir es so als Entwurf, sodass also in dem Endergebnis wäre das dann rausgelöscht, aber für Sie noch als Erinnerungshilfe. Wo kommt es her? Ne? Von welchen Experten stammt es? Genau. Und dann gehe ich mal jetzt raus aus der Präsentation wieder. So, dann beende ich die Präsentation. Herr Eckenberger, war das für Sie interessant, das mal so zu sehen, diesen Fünffach-Volksentscheid, fünf Möglichkeiten nebeneinander? Also, Sie meinen den Text, den Sie gerade in der Präsentation gezeigt haben? Der war zu klein, um das zu lesen, aber das sind natürlich immer, das sind fünf Varianten einer Gesundheitsreform, fünf Varianten einer Gebildungsreform, fünf Varianten einer Wohnungsamtreform, fünf Varianten einer Arbeitsamtreform, im Idealfall nebeneinander, und dann dürfen die Bürger in Volksentscheiden wählen, denn unser Vorschlag ist ja, dass wir Volksentscheide regelmäßig machen, aber eben dann auch die Wohlfühlstimme als Demokratisierungselement haben, die Demokratie pur, freie Argumentekultur, freie Argumente-Plattform-Talkshows haben und die Vorwahlen, Mini-Volksentscheide. Und damit haben wir so viel mehr Demokratie als bisher, ohne großen Zeitaufwand, weil nichts davon kostet so viel Zeit wie zum Beispiel ein Bürgerparlament oder ein Bürgerrat. Das absorbiert den Bürger ja viel mehr, als ab und zu mal eine Wohlfühlstimme geändert abzugeben oder alle 10 Jahre mal an einem Vorwahlen-Mini-Volksentscheid teilzunehmen, 3 Stunden lang, oder alle 10 Jahre mal in einer Talkshow, alle paar Monate, paar Wochen oder so bei der Talkshow mal eine telefonische Stimme abzugeben. Ja? Eine Sekunde noch, es dauert noch gerade eine Sekunde. Jetzt, ich mache mal gerade meine Kamera aus, aber gleich können Sie loslegen. Alles klar. Okay. Ja.
Also ich denke, das Ganze ist ja ein großer experimenteller Prozess auch. Und ich glaube, dass wenn die Menschen spüren würden, also jetzt mal vorausgesetzt, die Menschen wollen auch, dass es wirklich alles besser wird. Sie wollen nicht nur ihr Sparkonto vergrößern auf Kosten der Welt, sondern unterstellen wir jetzt mal der Bevölkerung, dass sie auch das Wohl der gesamten Bevölkerung oder auch ihrer Kinder wirklich als Motiv haben kann. Dann sind wir in einem großen experimentellen Prozess, von dem die Funktion, die mich am meisten fasziniert und wo ich mich auch am ehesten als Experten eben sehe, ist eben die freie Argumentekultur. Und ich glaube, die Menschen können ein ganz neues Vertrauen haben, auch zu Leuten, die sich als Politiker oder Gesellschaftsveränderer, Wandler, wie auch immer bezeichnen, wenn klar ist, die sind eben nicht so korrupt und bringen ihre Schäfchen ins Trockene, sondern es geht darum, wirklich jetzt in einem umfassenden Sinne von Demokratie Lösungen herbeizuführen. Also ich denke, dass dann zwei Dinge nämlich in eine Harmonie kommen müssen und auch gebracht werden können, weil sie eben so offensichtlich sind. Und die nenne ich mal, also wir müssen einen Einklang finden, sowohl mit dem wissenschaftlichen Weitblick, der nur die Interessen der Kinder der Zukunft zum Beispiel mit einbringen kann. Denn die können nur durch die wissenschaftliche Erkenntnis, was macht deren Lebensgrundlagen kaputt oder was kann auch für die eine Entwicklung zum Wohle sein. Das braucht diese Nachhaltigkeitswissenschaft. Und auf der anderen Seite muss es wirklich direkt bestätigbar sein durch die kleinen Leute von der Straße, ohne dass sie manipuliert werden oder ihre Stimmen übergangen werden oder falsche Repräsentanten da an ihnen was vorbei manövrieren. Also die wissenschaftliche Demokratie für die Kinder der Zukunft, dass deren Stimmen voll mit einbezogen werden und die direkte Basisdemokratie, dass alle, auch die kleinen Leute, jetzt direkt gefragt werden und Ja dazu sagen würden. Ein großes Experimentallabor wird das sein und beide Pole müssen gewahrt bleiben. Und ich sehe da eben als eine Möglichkeit, auch um das fundiert so experimentell durchzuführen, gerade so etwas wie so ein Freie-Argumente-Forum oder eine Freie-Argumente-Plattform, wie es der Weltrat ja auch da schon laufen hat jetzt. Und das ist für mich auch ein Schwerpunkt, da zu gucken, dass die Fragen gründlich beleuchtet und mit diesem Blick von diesen verschiedenen Seiten, auch diesen zwei Richtungen, Kinder der Zukunft und alle Menschen jetzt demokratisch einbeziehen, dass das wirklich in eine gute Harmonisierbarkeit gebracht werden kann. Ja, und Frau Mesli, ich muss Ihnen noch, glaube ich, noch was beantworten. Ich gehe mal davon aus, dass bei dem, im Prinzip bieten ja die Parteien die Basis und wir 2020 in Baden-Württemberg nicht diese Fünffachauswahl zurzeit an, sondern eigentlich nur eins, ja, immer nur einen Punkt. Und diese Punkte sind aus meiner Sicht so infiltriert von dem Lobby. Wir wollten doch eigentlich als Ursprungskonzept den Lobbyismus überwinden. Das war doch die Grundidee dieser Parteien. Aber wenn Sozialspartler oder Pädagogensparten ihre vorteilbringenden Irrtümer in ein Wahlprogramm einbringen, ist das auch nichts anderes als Lobbyismus. Ja, das heißt, diese Parteimitglieder fungieren als Lobbyisten, setzen ihren Wunsch zum Beispiel nach leistungslosen Einkommen für Lehrer oder mehr Möglichkeiten für Sozialspartler oder eben dann bestimmte Interessensvertretung für NGOs, wo es darum geht, dass die NGOs am Ende wieder mehr Spendengelder kassieren möchten für die Geschäftsführer und so weiter. Also überall solche Partialinteressen, wenn die ein Wahlprogramm gestalten, dann ist es eben normalerweise für die Wähler, das wird dann einfach auch nicht mehr gewählt von den Wählern, ja. Und gehe ich mal davon aus, dass keine der von Parteien mehr als 4,9% kriegen wird bei der Landtagswahl Baden-Württemberg. Dadurch wird eine große Entmutigung stattfinden. Die Leute werden alle desillusioniert und so weiter. Und dann bleibt nur noch zu hoffen, dass Bayern dann sagt, ja, nee, also dann für unsere Wahl stellen wir jetzt um auf den Vorschlag von der Frau Mesli mit den fünf, also wir gehen jetzt wirklich auf die freie Argumentekultur, also wir machen das, was die Frack-Partei machen will, aber die Manpower nicht hat, aber wir machen das dann und machen wirklich diese führen zwei Dinge, es sind ja eigentlich nur offene Expertenlisten führen. Und aus den offenen Gesprächen mit allen möglichen Experten oder Referaten über die Experten, weil Professor Sinn wird kaum zu der Partei kommen online, sondern den muss man dann per Referat einbringen. Ja, es gibt ja genügend Material von ihm und Sendungen mit ihm.
Und dann hat man also Experten und dann hat man zu jeder Reform, wobei ihr es ja bis jetzt nur ein ganz einfach nur ein Musterbild erstmal nur ist, ohne Anspruch auf Präzision, ja, sondern einfach nur, dass wir das, dass es dann das in einer präzisen Form erarbeitet wird, sozusagen in einer Endform und das dann wirklich den Wählern angeboten werden kann und dann wirklich auch für die Wähler erkennbar ist, ja, hoppla, die haben ja da Reformkonzepte drin, auf die wären ja die Altparteien nie gekommen, ja. Und das wäre dann das Attraktive. Und ich kann halt nur sagen, dass die Professoren ja in dieser simulierten Bundestagswahl genau dann 56% gekriegt haben, als die Wähler, die dort anwesend waren, gesehen haben, was bieten mir die Altparteien an und was bietet jetzt diese neue Kanzlerberatungs, diese Experten, was bieten die an als potenzielle Kanzlerberater sozusagen. Und dann gab es diese 56% der Wählerstimmen, ja. Also von daher, ich kann nur hoffen, dass, also ich warte, ich hoffe immer noch, dass vielleicht morgen jetzt die Basis hier der Herr Sieber oder der Herr Romberg von Wir 2020 bei uns anruft und sagt, ja hoppla, wir ahnen auch, das wird so nichts. Wir müssen jetzt mal wirklich mit den besten Experten, wir müssen jetzt anfangen, eine offene Expertenliste zu führen und uns zu öffnen und nicht, dass irgendwelche Leute, vielleicht irgendwelche Spartenlobbyisten sozusagen, sagen, ja, nur die Experten sind die richtigen, nämlich die, die unserem Lobbyismus passen sozusagen. Ja? Und darauf kann ich nur hoffen. Ja. Herr Dülln, Sie sind auf meine Frage nicht ganz genau eingegangen. Erstens mal, Bayern hat heuer keine Kommunalwahl. Wir hatten sie schon 2020. Und ich habe gesagt, wo muss dieser Volksentscheid platziert werden? In Baden-Württemberg oder in dem Bundesland, wo als nächstes jetzt in 2021 gewählt wird? Bitte diese Frage noch Genau, beantworten. es müsste jetzt sofort, es ist eigentlich für Baden-Württemberg schon fast zu spät, es müsste morgen in Baden-Württemberg präsentiert werden und dann müssten alle Promis des Internets, alle Promis, die es da zu diesem Bereich gibt, es müssten Kontakt aufgenommen werden zu allen prominenten Sendern des Internets und dann müsste dort eine Sendung nach der anderen stattfinden, wo einzelne Experten und prominente Parteimitglieder in Diskussion mit den Moderatoren die Gesellschaft der Zukunft skizzieren in ihren bis zu fünf Altern bis ihren in ihren fünf verschiedenen Alternativen. Und das ist das, was jetzt zu tun wäre. Dann müsste man versuchen, dass man es schafft, vor der Wahl noch 20 Millionen Klicks im Internet zu erreichen. Und dann würden einen die Wähler wahrnehmen und dann würde ich auf 5,0% hoffen. Und das wäre dann ein Riesenerfolg. Ja? Denn der Unterschied zwischen 4,9 ist totale Frustration und 5,0 heißt Durchbruch für die Zukunft. Ja? Und nur so geht's. Ja? Soweit zu dieser Frage. Hat noch jemand neue Fragen, noch ganz andere gesellschaftliche Bereiche? War das denn mit dem Wohnungsneuregelung des gesamten Wohnungswesens schon befriedigend oder? Also so gesehen würde ich vielleicht einfach noch mal so einen Eindruck von mir sagen wollen. Ich kann, glaube ich, gut verstehen, was Sie meinen, wenn Sie sagen, das ist den Sozialstellen egal, dass da psychisch kranke Menschen ohne Hilfe rumlaufen. Aber es gibt bestimmt welche, denen das überhaupt nicht egal ist und für die fühlt sich so eine Formulierung vielleicht unnötig, radikal unwahr an und vielleicht kann man da einfach eben sagen, zu vielen ist es egal oder es besteht die Gefahr, dass es ihnen egal ist. Ja, so eine grundsätzliche gewaltfreie Kommunikation-Idee. Dankeschön. Ja, das ist aber auch nur ein Wortwahlproblem. Das ist immer wieder so, dass es einem natürlich passiert, dass man sagt, in Wirklichkeit ist es nämlich so, es ist den Leuten nicht egal, aber sie haben in ihrem Kopf bestimmte vorteilbringende Irrtümer, die sie verhalten lassen, als ob es ihnen egal wäre. Also das heißt, sie machen sich vielleicht sogar Riesenkopf darum,
Aber das, was Sie gelernt haben an typischen vorteilbringenden Irrtümern der Sparte, womit Sie sozialisiert wurden an der Universität, in Ihren Ausbildungen, sind Gedankensysteme, die am Ende dazu führen, dass Sie sich verhalten, als ob es ihnen egal wäre, obwohl es ihnen faktisch nicht egal ist. Und wir haben immer, das ist ja diese moderne Psychologie, diese naturwissenschaftliche Psychologie, dass wir auf der bewussten Ebene beste Absichten haben und auch das Erlebnis haben, auf der psychischen Oberfläche das Erlebnis haben, mir ist es nicht egal, mir hängt die Person total am Herzen. Aber das, was man an Irrtümern gelernt hat in der Branche, das ist genauso wie beim Arzt. Der empfindet ja auch so, mir ist der Mensch nicht egal. Aber der hat als einziges gelernt, dass man auch bei Krebs mit Chemotherapien, Operationen und aggressiven Bestrahlung reagiert. Das mag auf viele Leute zutreffen, aber ich kenne Ärzte, die auf ihren Verdienst teilweise verzichten, um den Leuten tatsächlich menschliche Ansprechstation und Weiterhilfsventil sein zu können. Und ich kenne auch Sozialarbeiter, die in ihrer Freizeit von Sozialfällen Besuch bekommen haben und die ihre Wohnung offen, also die nicht verheimlicht haben, wo sie wohnen. Und für diese Menschen ist es halt... Also Sie sagen, das ist nur ein Wortwahlproblem, aber letzten Endes ist ja jedes Missverständnis ein Wortwahlproblem. Und also ich weiß, es ist total schwer und ich schaff's auch nicht, aber ich wollte trotzdem darauf hinweisen. Ja, also ich muss es nochmal versuchen zu erklären. Ich versuche es nochmal genau zu erklären. Mein Grundfach ist ja die Psychologie. Und in der Psychologie haben wir die klinische Psychologie, wo wir dann in die Welt der Psychotherapie rübergehen. Und das ist teilweise auch dann in Märchenwelten rübergehen. Wenn ich an die Märchenwelten eines Sigmund Freud denke oder eines Carl Gustav Jung oder und so weiter. Es ist folgendermaßen, das, was in der Psychobiologie als Psychologie übrig geblieben ist, und zwar als wahrheitshaltige Psychologie, ist, dass fast jeder Mensch sich selbst wahrnimmt als unheimlich menschenfreundlich und unheimlich den Menschen zugewandt und unheimlich engagiert und sich sogar opfert, zum Beispiel die Ärzte, die jetzt gerade genannt wurden, dass die auf Geld sogar verzichten und so weiter. Aber am Ende ist nicht das entscheidend, sondern das, was der Mensch gelernt hat, zum Beispiel, dass er gelernt hat, Krebs, da muss ich Chemotherapie, da muss ich Operation, Amputation, da muss ich Bestrahlungstherapie. Und das heißt, dass er das gelernt hat, dass das wichtiger sei als Immunstärkung, gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil und so weiter. Aber es gibt doch auch Ärzte, die genau die Gegenposition gelernt haben und eben auf Immunisierung setzen. Ja, aber ich wollte das jetzt nur als Beispiel zu Ende sagen. Sie müssen das mal jetzt zu Ende denken, dass also dieses, dass wir immer in dem Konflikt stehen, wenn wir über etwas sprechen, dass wir immer wissen, dass die Leute es alle gut meinen, aber über die vorteilbringenden Irrtümer, die ihre Sparte im Kopf hat, das Schädliche geschieht. Sodass wir sogar davon ausgehen, dass sogar die Waffenhändler, die Waffenkonzerne am Ende glauben, dass alles, was sie tun, segensreich ist für die Menschheit. Genauso wie der verrückte Hitler sozusagen vor sich selber sich ja als Retter der Menschheit empfunden hat, ja? Und dabei hat er 60 Millionen Menschen umgebracht. Ich kenne auch Menschen, denen klar ist, dass ihr Handeln egoistisch und schädlich ist, aber die es trotzdem wählen und die es nicht vor sich rechtfertigen. Ja, sowas gibt es auch. Aber die haben dann oft so in sich nochmal eine andere Rechtfertigung, nochmal eine neue Hintergrundrationalisierung, warum sie sagen, dass dieser Egoismus jetzt wieder sinnvoll sei oder so. Oder das sei halt Naturgesetz oder so. Die sagen sich, oder die sagen dann, ja, das ist halt, ich bin halt der Stärkere und ich setze mich halt mit meinem Egoismus durch, ja, weil sie die Alternative des Miteinanderlebens und des Kooperativen gar nicht kennen, richtig. Also was ich damit sagen wollte, ist, dass der Stand immer so ist, dass wir immer natürlich immer davon ausgehen müssen, dass erstmal alle Menschen, mit denen wir es zu tun haben, es gut meinen und dass das Gefährliche die vorteilbringenden Irrtümer sind, aufgrund derer sie, obwohl sie es gut meinen, 60 Millionen Menschen umbringen. Ja? Und das ist genau das Dilemma, in dem die Menschheit steckt. Und das hat nur einen Grund, dass eben, wenn man keine positiven Anreize setzt, und wir hätten vor 400.000 Jahren positive Anreize setzen müssen,
haben es aber nicht getan. Und dadurch haben sich dann die vorteilbringenden Irrtümer ja massenhaft ausgebreitet in der Evolution, weil wenn ich keine positiven Anreize setze, dann wird der Lebensmittelhändler nach und nach in der Evolution dazu neigen zu sagen, Zucker ist ein gesundes Lebensmittel. Und der tiefere Hintergrund, warum dieser Irrtum sich ausbreitet, liegt daran, dass jeder, der diesen Irrtum glaubt, in seine Lebensmittel, in seine Nahrungsmittel viel Zucker reintut. Dadurch werden zwar die Leute krank, das kriegt er aber gar nicht mit, dass seine Kunden über die Jahrzehnte krank werden. Und er verdient gutes Geld, weil dieser Zucker ein unheimlich günstiges und billiges Streckmittel ist für alle Produkte sozusagen. Und am Ende schädigt er zwar die ganze Welt mit seinen Zuckerprodukten, erlebt sich selber aber als jemanden, der die Leute mit hochwertigen Nahrungsmitteln versorgt. Und das, genau das ist das Gefährliche, was entsteht, wenn man keine starken positiven Anreize setzt. Frau Mesli, ist das soweit auch halbwegs nachvollziehbar, dieses Grundproblem? Ja, Herr Dülln, das ist ja, hinter allem steckt die Wohlfühlstimme und da bin ich auch gehe ich ganz mit Ihnen mit, das ist klar. Und auch dieses Belohnungssystem ist sicherlich sinnvoll. Ja? Es geht wahrscheinlich letztendlich nur um die ganzen Detailfragen. Das große Konzept ist verständlich. Und ich werde das auch in meiner Partei so weitertragen, das ist ganz logisch. Wir haben jetzt am kommenden Samstag eine Zoom-Schalte mit der Bayern-Organisation, da darf ich dabei sein und da werde ich versuchen, die Argumente des Weltrates denen näher zu bringen. Eine andere Chance habe ich nicht. Genau, und dann werden wir sehen, wie die darauf reagieren. Und man kann nur hoffen, ja, Sekunde. Gleich. Ja. Jetzt. Dankeschön. Ja, ich wollte noch was ergänzen zu dem Vorbehalt, den der Herr Eckenberg eingebracht hat. Also ich bin ja auch ein Fan der gewaltfreien Kommunikation. Also einer meiner Lieblingssprüche ist, du musst immer die Wahrheit sagen und du musst sie immer so sagen, dass sie den Menschen gefällt. Ein Anspruch, wo man an seine Grenzen stößt. Aber es gibt trotzdem etwas, also angesichts der Frage, tun die Leute bewusst etwas Gesellschaftsschädigendes, etwas Verkehrtes? Empfinden sie es als Unrecht oder empfinden sie es auch als okay? Also ich kenne Menschen, die sagen, ja, ich mache was, wo Tausende für über die Klinge springen, aber ich kann es machen und es ist Unsinn, mir da zu sagen, ich tue Unrecht, weil die Unrechtskategorie gibt es gar nicht. Das ist eine Seite der Wirklichkeit, die existiert nicht. Also ist es auch okay, wenn ich so mache. Übrigens machen es viele andere auch so. Ne? Und dann ja, und wahrscheinlich nur kurzer Einwurf dazu. Und möglicherweise haben diese Leute einfach das Konzept, dass es eben irgendwo Untermenschen gibt, die es gar nicht anders verdient haben, als dass sie über die Klinge springen, so ungefähr. Also irgendwo haben die Menschen immer irgendein Rechtfertigungssystem, weswegen das Menschen sind, auf die man keine Rücksicht nehmen muss. Ja, und heute gibt es auch die Konzepte, also VUCA-Konzepte zum Beispiel, kann man mal googeln. Also es gibt Leute, die sagen, die Wirklichkeit ist so irrational, so zersplittert in nicht sinnvoll zusammendenkbare oder gar planbare Dimensionen. Also man jongliert sozusagen in einem Meer der Unberechenbarkeit. Und das ist auch okay, was Besseres kann man eh nicht machen. Es gibt keine anderen Dimensionen der Wirklichkeit. Die brauchen dann gar nicht so in die Details zu gehen mit Untermenschen oder so. Sie sagen, die komplexen Systeme ermöglichen nichts anderes, als zu gucken, wie man trotzdem noch gut Geld verdienen kann. Also das gibt es, das ist sogar in Mode ein Stück weit heute, diese VUCA-Konzepte und Ähnliches. Und ich bin da ein Mensch, ich versuche dann immer sehr lösungsorientiert vorzugehen. Also deshalb würde ich ja Menschen fragen heutzutage, wollt ihr eine von Korruption befreite Demokratie, die nach Gemeinwohlargumenten geht? Da kann es viele geben, die das nicht wollen. Es kann welche geben, die es scheinheilig sagen und dann doch nicht tun. Aber so wie die Wohlfühlstimme entlarvt, ob dann letztlich wirklich da ein ehrliches und dauerhaftes Wohlbefinden bei den Menschen geschaffen wird. So würde zum Beispiel eine freie Argumente-Plattform, die ja für mich eins meiner Hauptanliegen ist, wo alle Argumente drauf können und es dann wirklich nur nach Argumente-Qualität statt Korruptionseinflüssen gehen soll. Also da würde ich das als, ich sag mal, Herausforderung an die Menschen, die sagen, also der Herr Eckenberger hat ja von denen gesprochen, die vielleicht guter Absicht sind.
Da würde ich die fragen, bei allem, was ihr so an Splittern, an Gutem auch tut aus eurer Sicht, seht ihr die Notwendigkeit und seid ihr bereit, dieses Anliegen zu unterstützen, dass wir so eine korruptionsbefreite Klärungsdimension hinbekommen und in der Richtung Gesellschaftsgestaltung machen? Und ich behaupte, wenn die dann Nein sagen, dann will ich trotzdem ja nicht sagen, wie tief sie jetzt in ihrer Seele verdorben sind. Aber man könnte sagen, das ist jetzt nicht ehrlich dann so mit diesem Bekenntnis dazu, ich möchte unterm Strich für die Gesellschaft insgesamt Gutes bewirken. Und genauso der Sozialarbeiter, über den wir gesprochen haben, die leisten sogar einen Eid, nicht nur den Betroffenen, den Bedürftigen zu helfen, sondern sozusagen einen Systemerhaltungseid, dass sie die Leute in die jetzigen Systemstrukturen wieder integrieren und darin, ich sag mal, festigen wollen. Und da muss es, oder ich würde dann dem Sozialarbeiter die Frage stellen, okay, bist du bereit, dich von irgendwelchen dogmatischen oder vom System auferlegten Sektenverpflichtungen freizumachen, um wirklich einfach frei mit überlegen zu können, wie wir den Menschen wirklich möglichst gut tun können und wie wir zumindest absurdeste Sachen wie diese Gerichtssituation, die ich beschrieb, unmöglich machen können. Das kann man Sozialarbeitern und Polizisten als Frage stellen, ob sie aus diesen offensichtlichen Absurditäten ja, Konzepte mitentwickeln, wollen die da rausführen. Und wenn jemand Nein sagt und sich weigert, dann ist das aber schon ein ziemlich heftiges Argument, was man vorbringen kann, was es zweifelhaft macht, dass er da jetzt wirklich die guten Auswege mitsuchen will. Ja, und wir haben das ja ganz praktisch, also ganz pragmatisch haben wir zum Beispiel unser Weltratforum, wo Sie, Frau Mesli, glaube ich, auch mal irgendwann reingeschaut haben, glaube ich, irgendwann mal. Das steht ja zur Verfügung für potenziell eben freie Argumente, Kultur. Und wir haben ja nicht zu vergessen zwei Modelle. Ja, wir haben ja mit den Demo, also wir, unser Konzept war, Sie haben ja alle im Hinterkopf unsere Medienreform, werbefreie Medien. Und unsere neueste Überlegung heißt ARD 1A, also das erste 1A und 1B. Also bei der ARD muss es zwei Großsender geben, wo sich vielleicht WDR und NDR zusammentun oder also auf jeden Fall muss es da eine größere Blockbildung geben, 1A, 1B und ZDF. Dann haben wir drei große öffentlich-rechtliche Sender, die übrigens keine Narrenfreiheit bekommen, sondern der Markt wird geöffnet, auch da führt immer einer dieser dreien, wird nämlich anhand der Wohlfühlstimmen und der Wirkung auf die Zuschauer, es ist ja heute möglich, welche Zuschauer wie oft welche Sender schauen, ja, das zu erfassen. Und wenn ein guter Journalist ja Wahrheiten liefert, müsste sich das ja auch zum Beispiel, wenn er Wahrheiten über gesunde Ernährung liefert, ja. Im Moment ist es ja so, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben wir sie eigentlich Propagandasendungen für den Verkauf von Behandlungen. Also alles, was über Medizin läuft, da ist so ein bisschen Alibi, so die Ernährungsdocs oder die Bewegungsdocs oder so. Das sind so Alibi-Sendungen. Aber im Prinzip läuft alles andere an, ist eigentlich Werbung dafür, dass die Leute Produkte der Medizinindustrie oder der Pharmaindustrie kaufen sollen. Ja? Wenn das aber alles dann endet und die Journalisten quasi belohnt werden dafür, wenn es den Leuten besser geht, dann werden die plötzlich wahrheitsorientierte Gesundheitstipps geben und Ernährungstipps und so weiter. Und dann, wenn die Zuschauer sich gesünder entwickeln bei ZDF oder bei ARD 1 oder 2, und dort, wo sie sich gesünder und wohlfühlen, das Wohlfühlen besser gesteigert wird und so weiter. Und der Sender, der das am schlechtesten macht, der verliert den Auftrag an einen privaten Konkurrenten. Und der darf dann sein Glück versuchen. Und dann wird eine Evolution der immer besser werdenden Medien entstehen. Ja? Wir garantieren also nicht eine Narrenfreiheit für diese drei öffentlich-rechtlichen Großsender. Das ist nur am Anfang so. Aber einer davon wird immer seinen Job verlieren an einen Konkurrenten und dann kann er den vielleicht wieder zurückbekommen. Aber wenn der Private zum Beispiel jetzt sozusagen dafür sorgt, dass ARD 1 plötzlich rausfliegt, dann in der nächsten Runde. Und so kommt es dann zu einer Bewegung, ja, unter den Journalisten. Und dann haben wir jeden Tag drei Talkshows. Sie müssen sich das so vorstellen. Morgens früh, für die, die gerade aus der Nachtschicht kommen, die noch was schauen wollen, gibt es eine Demokratie pur. Also Herr Wagner jetzt, gell? Es gibt dann eine Demokratie pur, freie Argumente, Plattform, Talkshow.
9 Leute oder 6 Leute vom Bundeswahlleiter zusammengestellt, kriegen ihr Rederecht, dürfen ihre freien Argumente 4 Minuten lang bringen oder ja, und dann wählen die Zuschauer, die sind natürlich keine repräsentative Wählerstichprobe. Dafür gibt es ja dann die Vorwahlen, Mini-Entscheide, die Mini-Volksentscheide, die genauso laufen wie diese Talkshows, nur mit einer repräsentativen Wählerstichprobe, die vom Bundeswahlleiter, von den Landeswahlleitern gezielt erstellt wurden, die dann also echte Wahlaussagekraft haben. Während wer da frühmorgens zuschaut oder dann am frühen Nachmittag zuschaut oder dann am Abend zuschaut, ja, also jeden Tag von 3 verschiedenen Sendern, 3 Demokratie pur, freie Argumente, Plattform, Talkshows, 6 oder 9 Leute, die ihre Reformkonzepte vorstellen dürfen, dann wählen die Wähler, dann dürfen 3, also entweder 6 oder 3, es geht immer in diesem Takt 9, 6, 3, 1, ja. Und die letzten 3 und dann wird nochmal gewählt und dann steht der Tagessieger fest. Und der kriegt vielleicht nochmal 10 Minuten Redezeit mit dem Moderator zusammen, ja. Und so ist dann der Weg, dass quasi Experten über diese Fernseh-Talkshows und über die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide ständig von der Politik wahrgenommen werden können und diese Experten mit in die Politik reingezogen werden können, wenn die Politik clever ist. Wenn nicht, treten diese über die Vorwahlen Mini-Volksentscheide diese Experten dann zur Wahl an und erzwingen eine Neuwahl des Kanzlers oder des Ministerpräsidenten ihres Bundeslandes. Und dann werden die alten Politiker abgewählt, dann wird der neue Politiker gewählt und hinter dem bildet sich dann eine Neupartei, ja? Und dann sind die Altparteien abgemeldet, es sei denn, sie haben sich vorher schon rechtzeitig um die Experten gekümmert. Und dadurch erzwingen wir quasi eine Öffnung auch der Altparteien für alle Experten. Also das ist ja unser oberstes Anliegen, diese offene Expertenliste zu führen, ja? Diese offene, unbegrenzte Expertenliste, wo es nur nach Argumenten geht und so weiter. Und das ist der Weg. Ja? Denn man kann ja nicht jeden Experten unendlich lange anhören. Deswegen geht immer dieser Wahlvorgang. 9 Leute, dann wird gewählt, 6 Leute, dann wird gewählt, 3 Leute und dann wird gewählt Tagessieger. Ja? Und dieser Rhythmus, und man kann auch mit 6 anfangen, 6, 3, 1, ja, und dieser Weg ist der Weg, wie wir die qualitativ besseren Vorschläge, jedenfalls aus subjektiver Sicht der Wählerinnen, qualitativ hochwertigeren Vorschläge hochwählen können, dadurch die etwas bevorzugen können zeitlich und dadurch kommt es zu einem Evolutionsprozess, dass sich am Ende in den politischen Entscheidungsgremien lauter hochqualifizierte neue Reformvorschläge anhäufen und dann auch umgesetzt werden. Denn jeder Politiker ist ja dann scharf darauf, dass es bei seinen WählerInnen bessere Wohlfühlstimmen gibt und Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten, eventuell auch noch Wohlstandsdaten. Also wird jeder Politiker immer wählerzentriert sein, während er jetzt konzernzentriert ist. Das wollen wir ja aber auch beenden. Wir wollen ja allen Lobbyismus beenden. Und eben aber auch den innerhalb der Parteien, den Lobbyismus der unterschiedlichen Sparten auch beenden. Ist jedenfalls unser Tipp. Ja? Dass man lernt zu unterscheiden, was ist Lobbyismus und was ist wirklich eine Reform, die für alle Bürger gut ist. Ja, soweit alle Klarheiten restlos beseitigt. Ich mache mal nur ein Beispiel. Wir haben noch über so ganz heiße Eisen nicht gesprochen. Zum Beispiel jetzt demnächst sind ja auch irgendwann Landtagswahlen, glaube ich, in den Ostländern. Und da erhofft sich irgendwie die AfD 25% oder 30% in manchen Bundesländern. Wir haben noch nie darüber gesprochen, was machen wir denn mit dem Thema Einwanderungsgesetz, Asyl und Migration und wo sind da welche vorteilbringenden Irrtümer, welcher Sparten unterwegs und wie kann man so etwas menschlich und doch realistisch regulieren, ohne dass man dann am Ende die Gefahr läuft, dass eine solch leicht bräunliche Partei wie die AfD weiter um sich greift. Ja, wie kann man solche Probleme lösen? Und das ist das Problem, dass bis jetzt die Neuparteien sich diesem Thema ausgewichen sind. Dabei ist es ja auch nötig, wenn man wirklich regieren will,
dass man der AfD das Wasser abgräbt. Und das Wasser der AfD ist, dass es eben viele frustrierte Menschen gibt, die ein Einwanderungsgesetz vermissen und die eine klare Regelung, einen klaren, eindeutigen Umgang mit Asyl und Migration vermissen und nur aus dem Grunde eine Partei wählen, bei der sie teilweise mit Entsetzen feststellen, dass sie immer bräunlicher wird sozusagen, aber aus Verzweiflung nicht wissen, was sie sonst wählen sollten, weil niemand sich dazu äußert, außer der AfD. Ne? Das wäre das doch auch nochmal ein Thema, über das wir sprechen sollten vielleicht, Frau Mesli. Ja, sollten wir, aber ich denke, das wird heute zu viel. Das ist ein großes Thema, das könnten wir uns vielleicht für eine der nächsten Shows aufheben. Was meinen Sie? Ja, Herr Wagner, generell bei der Terminfrage, ich glaube, Sie könnten, wenn dann erst wieder nächsten Dienstag oder so, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, das liegt nahe. Also ich kann natürlich immer gucken, welche Termine sind möglich, aber ich werde im Moment so zugeschüttet auch mit vielen von, ich sag mal, ja, inneren Leitungskreisen von neuen Bewegungen, wie dieser Helferinitiative und so weiter, dass bei mir alles ganz dicht ist. Also ein Termin pro Woche ist normalerweise was, was ich leisten kann. Ja, zwischendurch noch eine kurze Frage, kurze Unterbrechung. Generell, also für mich ist zum Beispiel, sind diese Abendstermine gar nicht so toll, wobei wir jetzt ja dadurch, dass wir am Montag den 22.02. und am Montag den 1.03. um 19 Uhr die Matriarchatsforschung da haben, um 19 Uhr sozusagen, ist es sinnvoll, erstmal bei 19 Uhr zu bleiben, aber die Frage ist generell, spricht denn auch was dagegen, mal wieder auf 11 Uhr irgendwann wieder mal zu überzugehen? Spricht gar nichts dagegen. Ja, da bin ich nämlich fitter auch, ja, da bin ich auch viel fitter. Also bei mir spricht nicht prinzipiell was dagegen, aber ich glaube, wo ich ja auch versuche mitzuwirken, wenn wir breitere Zuschauermengen quasi mit reinbringen wollen, haben die Abendtermine eben gewisse Vorteile. Aber ich sage nochmal zur Abrundung, ich gebe der Frau, wie heißt sie, Frau Mies? Frau Miesli. Miesli. Ich gebe der Frau Miesli recht, dass das andere Thema zu groß wird wohl für heute Abend. Die Zeit ist ja auch schon vorangeschritten. Aber ich denke, das Thema, was wir besprochen haben, ist auch schon von so zentraler Bedeutung, dass das eine runde Sache ist, jetzt auch die heutige Sendung. Und ich habe mir überlegt, wie das, was ich vorhin schon erklären wollte, nochmal auf eine kurze Formel gebracht werden kann. Und dann würde ich das so formulieren. Es gibt viele Menschen, die sagen, sie wollen doch eigentlich nur Gutes, und dann nennen sie 2, 3 Splitteraspekte, wo sie aus ihrer Sicht Gutes tun. Sie weiten aber den Blick nicht auf den Gesamtzusammenhang, und sie lassen sich da in der Regel auch ungern in dieser Weise in Frage stellen. Also sie berufen sich auf diese 2, 3 Splitter des Guten, um damit den Blick auf den Gesamtzusammenhang wegzuschieben. Und ich glaube, wir hätten einen großen Durchbruch, wenn für jeden Menschen in der Gesellschaft so ein Recht bestünde, seine kritischen Fragen zu stellen, auch gerade damit, ob die Leute, auch die Amtsträger, die Polizisten, Sozialarbeiter, Politiker, ob sie unterm Strich fürs Ganze verantwortlich handeln und ob sie daraufhin in Frage stellbar und prüfbar sind, mit Argumenten und ohne das wegwischen zu können, mit irgendwelchen Machtpositionen oder sonst wie. Also insofern sehe ich eine Schlüsselfunktion wirklich in dem, was ich da als sogenannte Friedensagentur bezeichnet habe, dass es eine zuverlässige Ansprechstelle in der Gesellschaft schon mal geben müsste, wo jeder hingehen kann, gerade wenn er sich als Opfer von irgendwelchen Diskriminierungen, Ausblendungen, Willkürmachenschaften sieht, dass er hingehen kann und kann sagen, ich habe eine Beschwerde oder ich habe Argumente vorzubringen und ich möchte, dass die gehört und ernst genommen werden, statt mit nicht argumentativen Mitteln weggewischt zu werden. Und wäre das der Fall, dann müssten ganz viele Leute sich einer kritischen Infragestellung stellen, die es ihnen unmöglich macht, noch zu sagen, ja, ich bin doch verantwortlich, weil ich habe 2 Punkte, die sind verantwortlich. Ja, wobei ich nochmal betonen möchte, ja, wo wir jetzt in der Endphase der heutigen Sendung sind, ja, Frau Mesli ist da aus unserer Sicht genau an der richtigen Stelle. Denn erstens, meine Meinung ist, an diesem Land wird sich nichts ändern, es sei denn über den Weg von einer neuen großen Volkspartei. Erstens. Und dadurch ist Frau Mesli an genau der richtigen Stelle. Und jetzt ist es die Frage, ob es der Frau Mesli gelingt, mit all dem, was wir bis jetzt besprochen haben, ihre Partei
Kollegen zu öffnen für den Gedanken, dass man ganz vorsichtig sein muss, ob nicht bestimmte Teilsparten der Gesellschaft als Parteimitglieder internen Lobbyismus betrieben haben und das Parteiprogramm verändert haben. Ich nenne mal ein paar Quellen, also in Richtung anthroposophischer Pädagogik. Das scheint ein sehr starker Einfluss bei all den beiden Neuparteien zusammen. Also ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich Werbespots von Die Basis und Wir 2020 irgendwas schaue, als ob ich eigentlich anthroposophische Kurse schaue, Rudolf Steiner, ja. Und diese Pädagogik, die quasi darauf hinausläuft, im Prinzip auch sozusagen Lehrer zu schützen und zu bewahren vor einer Leistungsmessung der Lehrer. Ja, also wir sagen ja, also unser Konzept unterscheidet sich ja von den anderen Reformkonzepten im Bildungsbereich, dass wir sowohl wollen, dass der Arzt, der Wunderheiler zugelassen wird, aber nach seiner Leistung beurteilt wird, nämlich der Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungsleistung. Genauso wird auch jeder Lehrer zugelassen und jede Idee eines Lehrers zugelassen, aber immer wird auch das Ergebnis und der Effekt gemessen. Also sozusagen, wir öffnen für die Vielfalt und die Freiheit, für die Lehrer, für die Wunderheiler und wir öffnen überall Freiheit, aber als Staat müssen wir unsere Bürger auch schützen vor Narrenfreiheiten und müssen deswegen immer das Ergebnis messen. Und das machen wir über die Wohlfühlstimme der Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten der Kunden und oft manchmal über die Steuerleistung, über die Abgabenleistung und so weiter. Ja, das heißt also, dass wir ganz viel Freiheit schaffen. Aber das, was zum Beispiel die anthroposophischen Pädagogen gerne hätten, nämlich, dass die Lehrer einfach machen dürfen, was sie wollen und niemals nachgeprüft, ob das für die Kinder überhaupt gut ist oder schädlich ist, was sie tun, das nennen wir Narrenfreiheit. Und so etwas darf nicht in einem Wahlprogramm aus unserer Sicht stehen. Das darf als Wahlalternative in dem Volksentscheid stehen, als Kontrapunkt zu den Next Scientists for Future. Es darf aber nicht als einziger Punkt in einem Wahlprogramm stehen, denn das ist nichts anderes als Lobbyismus für anthroposophische Pädagogik. Ja? Und genauso darf auch nicht ein Konzept einer Sozialsparte unkritisiert drinstehen in solch einem Volksentscheid, zum Beispiel so etwas wie Mindestlöhne sind toll und Tariflöhne sind toll, ohne dass der Gegenpol von Professor Sinn gehört wird und vom Weltrat, nämlich dass Mindestlöhne und Tariflöhne Massenarbeitslosigkeit erzeugen und nachweislich bei Bundeskanzler Willy Brandt eine Riesenarmee an Arbeitslosen erzeugt haben. Das haben viele vergessen, dass Deutschland die höchste Arbeitslosigkeit in ganz Europa hatte, bevor Schröder dann zum ersten Mal eine Maßnahme gemacht hat, wieder in dem Falle die Verwöhnungsreduktion. Er hätte besser das Nichthelfen im Arbeitsamtbereich beendet und hätte eher die Diskussion mit den Gewerkschaften und den Tariflöhnen angegriffen. Nämlich, also Gewerkschaften waren früher sicherlich sinnvoll, als es keine Sozialstaaten gab. Aber jetzt haben wir einen Sozialstaat, jetzt brauchen wir eigentlich den Kostenfaktor Gewerkschaften und Tariflöhne nicht mehr. Denn das führt immer nur dazu, dass die Armeen der Arbeitslosen vergrößert werden. Das dient den Sozialspartlern, aber niemandem sonst. Ja, und Schröder hat die Zahl der Arbeitslosen durch seine Reduktion der Verwöhnung um 2 Millionen gesenkt. Ja, und früher, also man hat, der Punkt ist wo, wir als bodenständige Linke sagen, bestätigen den Satz, sozial ist, was Arbeit schafft. Und dann kommen die Sozialspartler und antworten, nö. Das ist nicht so. Sozial ist Mindestlöhne und hohe Tariflöhne. Und dabei wird dann völlig vergessen, dass die Mindestlöhne und Tariflöhne wieder zur Steigerung der Arbeitslosigkeit sorgen. Und dadurch kamen dann die Arbeitsamtmitarbeiter und die Sozialberufler wieder mehr Klientel, die sie betreuen können und können wieder größere Karriere machen. Diese unbewusste Dynamik, die dahinter steckt, ist quasi, dass die Sozialspartler uns ein anderes Bild von sozialer Politik und von linker Politik vermitteln möchten als die Realität. Nämlich echte linke Politik schafft Arbeitsplätze und echte linke Politik und echte soziale Politik ist das, was Arbeit schafft. Ja? Das heißt, Vollbeschäftigung ist eigentlich die sozialste Politik, die wir haben können. Und das sehen aber die Sozialspartler ganz anders, weil sie eben
nur dann Karriere machen können im jetzigen System, wenn es immer mehr Arbeitslose gibt. Und wir haben immer noch, bitte nochmal das zur Erinnerung, wir haben 3 Millionen Langzeitarbeitslose in Deutschland. Das ist unvorstellbar viel. Ja? Und das wird mit keinem Wort erwähnt, weil ja die Sozialspartler sagen, wir haben keinen Grund zu klagen, wir haben Kundschaft. Und wir werden immer größer als Bürokratien. Ne? Ja, ist das nochmal deutlich geworden, so als Grundgedanke. In dem Dilemma stecken wir. Und Frau Mesli ist genau an der richtigen Stelle. Gelingt es ihr klarzumachen, dass man auch die Gegenpole hören muss, dass man sich öffnen muss für alle Experten im Raum, besonders natürlich auch für die, die sich so direkt angeboten haben wie wir. Ich habe ja mit Herrn Romberg telefoniert eine halbe Stunde lang und habe ihm das angeboten und mit David Claudio Sieber habe ich fast 2 Stunden telefoniert und ihm das angeboten und mit Eva Rosen hatte ich 2 Stunden telefoniert und ihr das angeboten. Aber irgendwo, Herr Wagner, läuft es immer anders. Es geht nicht danach, die Parteien haben diese Offenheit noch nicht zu sagen, wir müssen alle Experten, die sich uns anbieten, hören und wir müssen auch die sich uns nicht anbieten, müssen wir trotzdem zur Kenntnis nehmen. Wie zum Beispiel, was sagen denn die Wirtschaftsweisen, was sagt denn Professor Hans-Werner Sinn zu der Sache und so weiter. Und daraus macht man dann so ein Volksentscheidswahlprogramm mit diesen 5 Alternativen zu jedem Reformbereich und dann hat man eine ganze Palette an sich total unterscheidenden Reformkonzepten und dann haben die Wähler eine echte Wahl. Man kann wirklich sagen, an dem Punkt freie Argumentekultur wird sich alles entscheiden, ob da eben die Bereitschaft für da ist oder ob es bei solchem Willkür- und Korruptionslobbyismus bleibt. Genau, das ist genau der Punkt. Das wird sich jetzt, die Frage wird sein, wird das die Partei vielleicht zur Frau Mesli sagt, ach nö, wir haben schon recht, wir sind die Schlauesten, wir wissen alles und unsere Leute da von der anthroposophischen Pädagogik, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, das ist besser als alles andere und da brauchen wir keine weiteren Experten. Das kann so kommen. Aber vielleicht gelingt es der Frau Mesli auch klar zu machen, ja hoppla, was ist, wenn wir uns irren und wenn wir da in einer Sackgasse sind, weil wir auf eine bestimmte einen bestimmten Lobbyismus bestimmter Sparten zu sehr gehört haben und die Wähler dann sagen, ja, aber ist ja schön und gut, aber eure anthroposophische Pädagogik interessiert uns nicht die Bohne. Und das wählen wir auch nicht. Ne? Diese Gefahr, ich halte es für möglich, dass die Leute das antworten, was ich eben gesagt habe, Frau Mesli, das ist ablocken, ja, und sagen, wir haben schon die besten Experten, wir brauchen da niemanden, nö, wir sind schon die Schlauesten überhaupt und wir brauchen keine anderen Experten. Was dieser dumme Professor Hans-Werner Sinn sagt und so, das interessiert uns doch nicht, ja. Oder eben die Offenheit, ne, hoppla, wir wollten doch ganz anders werden als die Altparteien. Wir wollten doch den Lobbyismus beenden. Wir wollten uns doch öffnen für die ganze Bandbreite der Argumente und der anderen Seite. Wir wollten doch auch die anderen Seiten hören. Warum hören wir jetzt die andere Seite der Next Scientist for Future so wenig? Warum hören wir nur auf anthroposophische Pädagogik und nicht auf naturwissenschaftliche Psychobiologie, die sagt, nee, der Mensch ist anders. Die Menschen in der jetzigen Situation brauchen die Lehrer, auch die Leistungsrückmeldung, um zu wissen, ob ihr Kurs der richtige ist. Sekunde, ich muss gerade neu einwählen. Die Dings ist abgestürzt. So. So, jetzt kann der Herr Wagner sich gleich wieder einwählen. Ja, ich bin jetzt wieder drin in der Telefonkonferenz. Ja, hallo, Herr Wagner, wieder da, ja? Ja, dann machen wir doch sowas wie eine Schlussrunde. Jeder jetzt noch mal zum Schluss was sagt. Wer möchte anfangen? Frau Mesli, ja? Wollen wir das Beste hoffen, dass die Partei Wir 2020
eben auf die Argumente des Weltrates hört. Ich will mein Möglichstes tun, aber versprechen kann ich überhaupt gar nichts. Ja, das ist mir klar, aber dass Sie das überhaupt nur versuchen, ist ja schon toll und ist ja schon super. Und ich darf es vielleicht so zusammenfassen. Genau genommen raten Sie ja, der Wir 2020 eine ernsthafte Fragpartei zu werden, nämlich eine freie Argumente- und Expertenkultur zu werden, also wo wirklich die Experten gehört werden, ohne dass irgendwelche Experten vorschnell als einzige ausgewählt werden, sondern wo man die Argumente so lange hin und her gehen lassen lässt, bis man klar sieht, aha, und jetzt sieht man, hat man 5 Alternativen fürs Gesundheitsreform, da hat man eine Next Scientists for Future Konzeption, dann hat man ein anderes Konzept, staatliches Gesundheitssystem, dann hat man noch das Konzept und dann hat man das Konzept der bisherigen Parteien, nämlich einfach alle Wunderheiler auf den Krankenkassenmarkt zuzulassen, aber ohne Leistungsmessung, denn das ist ja das Konzept, was man bisher hat. Öffnung für alles, für alle Heilpraktiker, für alle Wunderheiler und so weiter, aber ohne Leistungsmessung. Und das ist dann der Unterschied. Und diese Unterschiede gegeneinander zu diskutieren zu lassen und das den Wählern dann als Volksentscheid, erster Volksentscheid, Wahlprogramm vorzustellen. Und mehr können wir nicht tun. Wir können es nur versuchen. Wenn die Leute sagen, nee, wir wissen alles besser als die Professoren, die seit 52 Jahren sich darüber Gedanken gemacht haben, wie die beste mögliche Gesellschaft der Zukunft aussieht, dann können wir das nicht helfen. Das ist dann so quasi, ja, Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Denn das wird dann das Ende der Partei bedeuten, ne? Denn ich wäre sehr überrascht, wenn die Wähler das wirklich akzeptieren würden, was da so an, aus meiner Sicht, Lobbyismus bestimmter Sparten in dem Parteiprogramm durchschimmert. Ich habe ganz vergessen, auch die marxistoide Sparte noch kurz zu erwähnen, nämlich sozusagen, dass da ja auch so Konzepte drin sind, leistungslose große Einkommen sollen umverteilt werden. Aber wir haben ja bei Willy Brandt gesehen, was es bedeutet, wenn ich den Umverteilungsschraube ein bisschen anziehe. Ja, das war ja damals mit den Tariflöhnen. Die Tariflöhne wurden immer höher gezogen unter Willy Brandt und gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitslosen ständig an. Weil es geht einfach nicht, weil die Unternehmer die Macht haben, sich zu wehren, die können ihre Produktion ins Ausland verlagern und dann gibt es hier Massenarbeitslose. Also kann man nicht beliebig viel an den angeblich leistungslosen Einkommen der angeblich bösartigen Ausbeuter und Mehrwertabschöpfer im marxischen Sinne, da kann man nicht unendlich viel machen. Und Professor Sinn als ehemaliger 68er sagt das ganz deutlich. Es hat doch keinen Sinn, den Bogen zu überspringen. Spannen, wenn das Resultat ist, dass es dann allen in Deutschland schlechter geht als vorher. Ja? Wir müssen doch einen Kompromiss mit diesen machthabenden, so viel machthabenden Unternehmern, einen Kompromiss herstellen, dass wir am Ende nicht alle arm sind wie die Kirchenmäuse, sondern dass es uns allen im Durchschnitt besser geht. Und dafür müssen wir mit der Tatsache weltweiten Unternehmertums eben einen Kompromiss finden. Und deswegen sagt Professor Sinn als ehemaliger 68er, da müssen wir immer aufpassen, dass wir da das Gleichgewicht halten. Und unser Konzept läuft ja auf 700 Euro pro Monat netto steuerfrei für jeden arbeitenden Menschen mehr im Geldbeutel. Aber nicht, indem wir die Unternehmer aus dem Lande treiben und dann noch ärmer werden, sondern indem wir die Systeme so stark verbessern, dass so viel Gelder eingespart werden, dass wir alle dadurch reicher werden. Ja? Und dadurch trotzdem die Unternehmer mit ihren Arbeitsplätzen hier bleiben in Deutschland und nicht die Flucht ergreifen. Ja, ja? Herr Wagner, Sie als Nächster? Ja, gerne. Also ich denke, wir haben wieder mal ganz toll das fokussiert auf den Punkt, dass uns an freier Argumentekultur nicht alles entscheiden wird. Wenn wir als denkende und sprechende Tiere nicht nach offenem Denken und Sprechen gehen, geht es schief. Ich darf gerade noch mal bestätigen, Herr Wagner, ich darf Sie gerade noch mal bestätigen. Das ist also wirklich jetzt, Frau Mesli, wir sind wirklich an dem Punkt. Werden die Neuparteien sich entscheiden für eine freie Argumentekultur, eine Öffnung für vielfältige Experten oder fixieren sie sich weiterhin auf nach Willkür ausgelöst wählten
Teilexperten, also die und so weiter, und wo dann eigentlich ein versteckter Lobbyismus wieder innerhalb der Parteien läuft, sozusagen, oder öffnen sie? Und das ist wirklich das Zentrale. Und ich glaube, das haben wir heute nochmal deutlich gemacht, gell? Herr Wagner, machen Sie jetzt weiter. Also genau das ist tatsächlich das Zentrum. Da entscheidet sich alles. Genau, weil alle Parteien auch jetzt im vergangenen Jahr, die gesagt haben, wir müssen das alte System aufbrechen, haben eigentlich den Anspruch erhoben, Schluss mit dem Korruptionssystem und diese Öffnung für die besten Gemeinwohlargumente. Dafür müssen wir den Horizont wirklich richtig weit öffnen. Das darf nicht mehr sein, dass eine Willkürideologie die nächste abwechselt, von oben bestimmt oder sonst aus irgendeiner Ecke hervorkrabbeln, sondern jetzt muss der Horizont wirklich weit geöffnet werden und wir müssen nach dem gehen, was die besten Gemeinwohlargumente für sich hat. Und ich bin ganz sicher, wenn diese Öffnung jetzt geschieht und die Bühne wird geöffnet, dann kommen wir auf die echten Zukunftswege, die echten Auswege. Und schon jetzt ist ja auch dieses Forum, dieses freie Argumente-Forum vom Weltrat, was man ja bei Google leicht findet, auch mit Weltrettung, ja danke, aber wie. Dieses Forum ist schon so eine Schatzkiste auch. Und wenn sich die Menschen da einlassen auf dieses gründliche Miteinander denken, dann stehen uns die Zukunftswege offen. Und sonst vernageln wir weiter unsere Bretterbuden. Ja, und ich meine, wir müssen alle damit leben, dass es eben eventuell sein kann. Ich sage immer, auch wenn es noch so frustrierend ist, wir sehen ja, dass wir hier jetzt nicht 100 Leute sind, sondern zu 14 sind, ja, aber immerhin zu 4, ja, aber dass das Dilemma wirklich ist, dass die Menschheit sich total schwer tut mit diesem einfachen, scheinbar so einfachen Gedanken. Einfach mal, wie habe ich es mal formuliert, wir laden Sie zur Demokratie pur, freie Argumente, Plattform, Talkshow ein, weil Sie anderer Meinung sind als wir. Und ich glaube, dass die meisten Menschen fixiert darauf sind, nur mit Leuten zu reden, die der gleichen Meinung sind wie sie selber. Und dass das jetzt auch in den Parteien wieder geschieht. Ja? Und dabei liegt, eigentlich ist es nur ein ganz einfacher Gedanke. Wir laden Sie zur Talkshow ein, weil Sie anderer Meinung sind als wir. Das ist der Pol. Herr Eckenberger, Ihr Schlussrundenwort vielleicht noch? Ja, ich bedanke mich für alles und fand auch Ihre Erklärung hilfreich, als ich so ein bisschen mehr nachgefragt habe mit der Wortwahl und so. Das war eine komplexere Antwort, als ich, also die hat mich beruhigt, da sind immer noch ein paar Fragen, aber ich hatte die Angst, dass sie da, ja, also es war eine gute Antwort und ich bin neugierig, wenn wir dann so ein heißes Eisen angehen, wie die Einwanderung und ja, ich bin nach wie vor sehr erfreut, dass dieses Konzept da ist und danke, Frau Mesli, dass Sie das in Ihre Partei bringen werden. Viel Erfolg da. Und ja, vielen Dank euch allen. Macht's gut. Ja, es geht letztendlich darum, dass die Neuparteien müssen irgendwas von dem Geist der Frackpartei bekommen, nämlich dieser freien, dieser Offenheit. Ja, diese Offenheit, dass man sagt, wir laden Experten ein und wollen Referate hören von Experten, weil sie anderer Meinung sind als wir. Weil sie anderer Meinung sind als wir. Ja? Und genau das ist dieser Geist, den es braucht. Und das Einwanderungsthema, ich will es nochmal ganz klar sagen, wenn da eine neue große Volkspartei der Mitte, Mitte-Links entstehen soll, dann muss sie die AfD zum Verschwinden bringen auch. Unter anderem die AfD. Ja? Weil es ist ja immer so, man kann ja nur eine neue Volkspartei werden, wenn andere Parteien gehen. Ja? Unter die 5%-Klausel fallen im jetzigen Zustand, wobei man später auch nochmal über die 5%-Klausel irgendwann mal reden muss. Aber und deswegen muss unser Anliegen sein, dass wir all die Menschen, die nicht selber rechtsradikal sind, aber aus Verzweiflung die AfD wählen, denen muss die neue Partei doch auch eine Heimat bieten. Ja? Und deswegen werden wir dann vielleicht in der nächsten Runde auch mal sehen, welche sachlichen und behutsamen und vernünftigen Vorschläge, die Next Scientists for Future zum Thema neues Einwanderungsgesetz, Neuregelung des Asylwesens und des Migrationswesens und des Themas Parallelgesellschaften haben. Ne?
Ja, es ist heißes Eisen, aber müssen wir ran, denn das sind ungefähr 20%. In den Ostbundesländern sind es bis zu 30% der Wähler, die eigentlich nur darauf reagieren, ne? Und deswegen müssen wir da ran. Ja, sind wir alle für die heutige Sendung zufrieden? Also noch einmal dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss, Moment. schönen Abend, bis bald. Tschüss. Ciao. Ja.